Wir haben heute Abend die Expertenrunde zu dem Thema die ökonomischen, fiskalischen und geldpolitischen Folgen der Corona-Maßnahmen in Bayern, Deutschland und der EU mit dem Herrn Juri Christopher Kofner. Der Herr Kofner ist Referent für Wirtschaft, Energie und Digitales in der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Und heute ebenfalls mit dabei ist der Herr Hans-Jörg Müller. Der ist Bundestagsabgeordneter für die AfD und unser Direktkandidat für unseren Kreisverband Würzburg für die kommende Bundestagswahl. Und das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche allen viel Vergnügen und einen schönen Abend. Bitteschön. Also vielen Dank erstmal. Schöne Grüße an euch alle. Es ist für mich eine große Ehre und eine Freude, dass ich heute diesen Vortrag halten darf. Ich muss gleich vorwarnen, dass dieser Vortrag sehr viele Ziffern beinhaltet und deswegen auch etwas langweilig werden könnte. Und wenn es zu langweilig wird, dann bitte ich auch den Herrn Hans-Jörg Müller, und ich freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass er sozusagen hier einigermaßen die Rolle des Moderators übernimmt, wenn ich das richtig verstehe, dass er auch dann eingreift und sagt: Juri, du bist zu langweilig geworden, jetzt habe ich mal eine schwierige Frage für dich. Genau, weil auch der Hans-Jörg Müller ist ja auch Mitglied des Arbeitskreises Wirtschaft, unter anderem natürlich. Und da kann er sicher dann auch mir einige unangenehme Fragen stellen, damit es ein bisschen lustiger wird oder interessanter wird. Mal schauen, ja, genau, mal schauen jetzt. Also vorab vielleicht noch, bevor ich anfange, möchte ich kurz was noch sagen, und zwar über mich persönlich. Ich war früher Forschungsassistent beim Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Luxemburg, nicht Luxemburg, sondern Luxemburg. Das ist eine Kleinstadt südlich von Wien. Da gibt es ein großes Forschungsinstitut in einem ehemaligen Jagdschlößle von der Sisi. Und da forschen viele verschiedene Länder zusammen an globalen Problemen, darunter auch wirtschaftliche Fragen. Und da hatten wir ein großes Forschungsprojekt zum Thema Wirtschaftskooperation zwischen der EU und der Eurasischen Wirtschaftsunion und insgesamt großeurasische Wirtschaftszusammenarbeit. Dann war ich ein halbes Jahr Assistent beim IFO-Institut in München. Und davor noch, also noch vor EASA, war ich auch der Leiter und Gründer eines Lehrstuhls für Eurasische Wirtschaftsintegration an der Higher School of Economics in Moskau. Und bei der AfD habe ich angefangen als Wirtschaftsreferent im Juni 2020 und freue mich sehr darüber. Es ist eine sehr interessante Arbeit, und wir insgesamt und ich persönlich geben uns hier große Mühe, dass wir unsere Arbeit sehr fachlich durchführen, also fachlich kompetent, sachlich, konstruktiv, dass wir dieses auf uns aufgedrückte Image, wir seien irgendwelche Populisten, die keine Ahnung haben von Wirtschaftspolitik, dass wir dieses Image loswerden, weil es einfach nicht gerecht ist. Und auch jetzt hat immer mehr bekommen wir mit in den Ausschüssen und im Plenum, dass die Vertreter der anderen Fraktionen sagen: Ja, also Ihr Antrag hat 10 Quellenangaben von diversen Wirtschaftsforschungsinstituten. Und ja, wir können da nicht wirklich was sagen dagegen, aber es ist von der AfD, deswegen werden wir ablehnen. Und dann kommt der Antrag meistens ohne Quellenangaben, Copy-Paste von der CSU und den Freien Wählern. Also nur so viel dazu. So, und ich werde heute über die wirtschaftlichen, die fiskalischen und die geldpolitischen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen reden. Und das spezifisch auf Bayern, Deutschland und die EU insgesamt. Ich fange mit Deutschland an, gehe dann über zu Bayern und dann die EU insgesamt und werde versuchen, in all diesen drei Regionen auch alle drei Aspekte, also die wirtschaftlichen insgesamt, die steuerlichen und fiskalischen und sowie die monetären Aspekte zu besprechen. Fangen wir mit Deutschland an. Also als allererstes ist zu verstehen, wir haben natürlich einen massiven Rückgang der Bruttowirtschaftsleistung. Und es gibt in der Forschung gibt es verschiedene Meinungen, was denn jetzt im Jahr 2020 so der größte Grund dafür ist. Weil es gibt eigentlich einen Streit. Einige sagen, der größte Grund dafür ist, weil Deutschland ist eine Exportnation. Der größere Grund für den Wirtschaftsrückgang ist der Rückgang der Nachfrage in China und in den USA, natürlich Corona-bedingt oder auch in der EU.
Aber, und das ist nur ein kleiner Teil dieses Rückgangs durch die Lockdown bedingt ist. Ich bin nicht dieser Meinung, weil man sieht auch zum Beispiel, als der Lockdown im Sommer 2020 aufgehoben wurde, dass wir einen massiven Ansprung haben der Konsumnachfragen. Und deswegen, da gibt es zum Beispiel eine sehr interessante Studie vom IFO-Institut, die dann herausgefunden hat, dass circa 2/3 des Wirtschaftsrückgangs, das wir im Jahr 2020 hatten, dem Lockdown zurückzuführen sind und nur 1/3 den äußerlichen Effekten, also zum Beispiel der Export, des Rückgangs der Auslandsnachfrage. Wie viel haben uns diese ganzen Einschränkungen insgesamt an Wirtschaftsleistung gekostet? Ein Institut, das immer gute Berechnungen oder Einschätzungen dazu macht, ist das Institut das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und die haben eingeschätzt, dass die nur seit März 2020 bis jetzt insgesamt die Kosten dieser Corona-Einschränkungen sich bis auf 250 Milliarden Euro belaufen. Der zweite Lockdown zum Beispiel von November bis Dezember 2020 kostete die Wirtschaft 50 bis 70 Milliarden Euro. Und was auch interessant ist, jede weitere Woche des Lockdowns kostet die deutsche Wirtschaft zwischen 3 bis 3,5 Milliarden Euro. Wenn man jetzt schaut, dass der Lockdown eigentlich de facto seit Januar dieses Jahres bis April läuft, dann sind es wieder, je nachdem, 56 bis 80 Milliarden Euro allein im ersten Viertel dieses Jahres. Also das sind unvorstellbare Ausgaben. Also ich gebe da nur zur Relation. Im Jahr 2019 war der gesamte Haushalt also die Haushaltsausgaben der Bundesregierung für Forschung, Bildung und Gesundheit beliefen sich, wenn ich mich nicht irre, auf 33, 34 Milliarden Euro. Und wir haben hier schon 56 bis 80 Milliarden Euro nur in der ersten Viertelhälfte, im ersten Viertel dieses Jahres. Also das sind Ausgaben, also deswegen ist natürlich der erste Punkt, anstatt einen irrsinnigen Lockdown durchzuführen, der auch durch viele verschiedene Studien belegt ist, dass er keinerlei Wirkung hat, einfach mal das Geld in die Hand zu nehmen, anstatt es dadurch versuchen, Firmen zu retten, durch diese Corona-Hilfen sogenannten, diese Schadensersatzzahlungen, was sie eigentlich sind, hätte man doch einfach mal gleich 3 Gesundheitsministerien aufbauen können und dementsprechend auch das Gesundheitssystem ausbauen können über dieses Jahr. Hat man aber nicht gemacht. Und da kann man sich auch fragen, was ist der Grund dahinter oder wieso machen die das nicht? Ja, auf jeden Fall, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer dieser Krise? Und es ist ganz klar, die größten Verlierer ist der Einzelhandel, die Hotellerie, das Gastgewerbe, Restaurants, Gastronomie insgesamt. Und der größte Gewinner ist wer? Natürlich ist es der Onlinehandel. Es ist der E-Commerce. Nach Einschätzung des IW Köln sind die 25-27% ist der Umsatz gestiegen vom Onlinehandel im letzten Jahr. Und er ist schon über die letzten Jahre immer gestiegen, ungefähr bei 10% jedes Jahr. Und jetzt über fast 30% letztes Jahr. Das sind 26 Milliarden Euro. Und man muss sich nur ausrechnen, ungefähr die Hälfte des Onlinehandels in Deutschland wird über Amazon gemacht. Also ein massiver Gewinner dieser Krise. Was ist jetzt die Auswirkung dieser Corona-Maßnahmen? Das deutsche BIP ist im letzten Jahr um 5% gefallen. Ich würde eigentlich sagen, wahrscheinlich ist es mehr gefallen, 5,5% vielleicht. Zum Vergleich, wir hatten im Jahr 2009 zur Finanzkrise einen Rückgang von 5,6%. Das heißt, wir kommen da wirklich sehr nah dran. Es gab Einschätzungen, dass es noch schlimmer werden würde, aber ich würde sagen, die sind ungefähr vergleichbar. Auf jeden Fall ist es mitunter die größte Wirtschaftskrise der modernen Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg. Und auch in diesem Jahr wird das Wachstum sich bei 3 bis 3,7% des BIP belaufen. Aber die Ökonomen, es gibt eine Gemeinschaftsdiagnose von verschiedenen Wirtschaftsinstituten, die sagen alle, das hängt natürlich davon ab, wie lange der Lockdown dauern wird. Und die letzte Prognose war eigentlich noch davor, bevor das neue Infektionsschutzmaßnahmengesetz eingeführt wurde, wo eigentlich da klar wird, dass dieser Lockdown niemals aufhören wird. Und ich würde da eher viel pessimistischer sein. Also man muss auch wissen, ein BIP-Wachstum von 3 bis 3,7%, je nachdem,
wird ja in Relation zu dem Rückgang, zu dem massiven Einbruch vom letzten Jahr gerechnet. Also in der Tat ist es auch kein großes Wachstum. Also bis wir wirklich da rauskommen aus dem Tal dieser Wirtschaftskrise, können noch mehrere Jahre vergehen. Dürfte ich dazu eine Frage stellen? Ja, gerne. Und zwar, ich habe diesen Vergleich schon mehrfach gehört, zwischen dem Rückgang des BIP während der letzten Finanzkrise, der so ungefähr jetzt dem Rückgang des BIP aufgrund dieser Corona-Maßnahmen dem Ganzen gleicht. Und da frage ich mich jetzt, ist es eigentlich tatsächlich zu vergleichen? Denn bei der letzten Wirtschaftskrise war da ja der Hauptgrund, dass aufgrund internationaler Finanzströme, wo weniger nachgefragt wurde, die deutsche Wirtschaft darunter gelitten hat. Aber damals sind keine Friseure pleite gegangen, keine Gaststätten, keine kleinen Geschäfte, die ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Zehntausenden pleite gegangen sind. Und nach Abschluss dieser Wirtschaftskrise hat sich dann die Wirtschaft auch wieder relativ schnell erholt. Können wir davon ausgehen, dass sich das ebenfalls schnell wieder erholen wird? Oder ist die Wirtschaft nachhaltig geschädigt durch die vielen Insolvenzen? Sagen wir mal so, darauf würde ich dann auch später noch darauf eingehen mehr. Natürlich wird diese Krise unsere Wirtschaft nachhaltig schädigen. Und das hat zweierlei Gründe. Erstens vertieft diese Krise jetzt die bereits vor der Krise angefangenen strukturellen Veränderungen in unserer Wirtschaft immer weiter. Zum Beispiel schwächt es immens unsere Industrie. Und natürlich auch der Prozess der Digitalisierung, den wir schon vorher hatten, der wird jetzt immens vorangetrieben. Man kann ja natürlich nicht sagen, dass es a priori schlecht ist, dass wir die Digitalisierung, der Onlinehandel, der Handel über Pakete mit Paketen, ja, dass das erweitert wird. Es ist auch eine interessante Frage. Viele kritisieren ja das Sterben der Innenstädte, dass die Läden da sterben. Und das ist halt die Frage. Ja, sie sterben jetzt halt sehr schnell, aber wahrscheinlich wäre dieser Prozess halt über mehrere Jahre, über Jahrzehnte vielleicht, hätte ja trotzdem stattgefunden. Das Problem ist halt, dass es jetzt halt auf einmal alles stattfindet. Auf jeden Fall, was ich eher das größere Problem sehe, sagen wir mal, wir haben diese Utopie, dass irgendwann mal der Lockdown aufgehoben wird, ja, woran ich ehrlich gesagt nicht glaube, außer es hat bestimmte politische Gründe, dann ist das Problem vor allem mit dieser massiven geldpolitischen Ausweitung, also dass immens Geld in unsere kranke Wirtschaft gesteckt wird und dass dadurch sehr viele Zombie-Unternehmen entstehen und am Leben gehalten werden und vor allem auch viele jetzt Unternehmen, die, weil immer noch das Insolvenzrecht ja teilweise immer noch ausgesetzt ist, dass die Wirtschaft die nächsten Jahre sehr viel langsamer wachsen wird als davor. Und die Sache ist ja die 2000er Jahre, ja, dieses Jahrzehnt, das war ein goldenes Zeitalter, kann man sagen. Die 2010er Jahre, da war nach der Finanzkrise eben, das sind auch die nachhaltigen Folgen, und auch wegen der Eurokrise hatten wir schon ein viel, viel langsameres Wirtschaftswachstum in Deutschland und der EU insgesamt. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass mit dieser Geldpolitik, gegen dem, was die offiziell eigentlich damit wollen, ja, die EZB, dass im Gegenteil dazu unsere Wirtschaft noch viel langsamer wachsen wird, wenn überhaupt stagnieren wird, wenn es nicht überhaupt dann noch zu einer Hyperinflation kommen wird, was auch noch möglich ist. Deswegen glaube ich, dass das vor allem die diese Zombie-Landschaft der Unternehmen und dass vor allem jetzt viel stärker, und da will ich auch noch später darauf einkommen, dass die Fördermaßnahmen ja zum größten Teil überhaupt nichts mit Corona zu tun haben, sondern vor allem auch zum Beispiel mit dieser Klimapolitik. Und unter dem diesem Deckmantel der Klimapolitik und der Energiewende kommen wir zu einem Dirigismus in der Wirtschaftspolitik, eine Einmischung. Und das heißt, dass nicht mehr der freie Markt entscheidet und die freie Marktwirtschaft durch Konkurrenz, welche Unternehmen effektiv sind und welche Unternehmen raus müssen aus dem Markt, sondern das wird jetzt immer mehr über den Staat reguliert. Und das wird einfach dazu führen, genau wie in Osteuropa und der Sowjetunion, dass ja, die Wirtschaft wird irgendwie vorankommen, aber viel, viel langsamer. Und es ist halt ein langsamer Tod über viele Jahre. Und das ist das Problem dabei. Okay, also
zu der Frage, ja, aber es ist genau das ist richtig. Und das wollte ich auch sagen, also die nachfolgenden Probleme, die werden sich ja, erstens wissen wir nicht, wie lange der Lockdown noch weitergehen wird und in welcher Form er weitergehen wird. Deswegen ist es hier Prognosen zu führen sehr schwierig oder es kommt wieder eine weitere Mutante und dann muss wieder alles dicht gemacht werden. Dann haben wir noch, zum Beispiel dieses Jahr ist ja die Mehrwertsteuer wieder eingeführt worden. Das hat auch dazu geführt, dass das Wachstum gebremst wurde. Und wir haben die Klimapolitik, wir haben die Geldpolitik, die expansiv und auch, man muss es auch sagen, der Brexit, obwohl ich den Engländern natürlich absolut zustimmen bin, ja, für deren souveräne Entscheidung. Aber natürlich, das muss man auch zugeben, hat das negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, ja, unter anderem. Und das wirkt sich auch auf uns auf. Also 2022 könnten wir bei einem Wirtschaftswachstum von 4% liegen, aber die Frage ist halt, es gibt so viele Unbekannte und das ist auch wieder nur im Vergleich zu diesem massiven Einbruch, den wir jetzt im letzten Jahr hatten und im Anfang dieses Jahres. Und was ich halt schon gesagt habe, wo ich darauf eingehen möchte, was oft in dieser Corona-Narrative vergessen wird, ja, ist, dass wir ja eigentlich schon 2019 dabei waren, in eine technische Rezession zu stürzen. Also 2019 war das BIP-Wachstum von Deutschland bei 0,6%. Das ist selbst für eine entwickelte Marktwirtschaft sehr wenig. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, bei den USA waren es 2 bis 2,5%. Und das ist wirklich sehr langsam im Vergleich. Auch unsere Produktivität ist im Vergleich zu Korea oder den USA einfach sehr, sehr schlecht. Ja, das Produktivitätswachstum wird immer weniger. Und das hat natürlich zum Teil damit zu tun, dieses siechende Wachstum, das wir schon davor hatten, ja, es gab steigenden Protektionismus, Trump und so weiter, es gab China, das da auch eine eigene Politik verfolgt, es gab natürlich auch diese Probleme, aber das Problem ist wirklich die staatswirtschaftliche Einmischung der Bundesregierung, die falsche Industriepolitik geführt wird unter dem Deckmantel dieser Klimapolitik. Das ist, glaube ich, und die Geldpolitik, die dazu führt. Und also, was ich damit sagen will, hätten wir diese Corona-Krise 2020 nicht gehabt, hätten wir sicherlich eine andere Krise gehabt, eine klimapolitische Krise. Und vielleicht ist es für die Leute, die diese Klimapolitik vorantreiben, auch gut gewesen, dass wir die Corona-Krise hatten, weil sonst wäre da wirklich viel mehr Interesse gewesen zu dem, wieso wir jetzt halt auf einmal so große Probleme in der Wirtschaft haben, wegen diesen ganzen Klimavorschriften. Ich gehe jetzt weiter zum Thema Arbeitsmarkt. Wir hatten im Jahr 2020 in Deutschland einen Anstieg von 5% der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Jahr 2019. Entschuldigung, wir hatten im Jahr 2020 eine Arbeitslosenquote von 6%. Im Jahr 2019 waren es 5%. Und da wir wahrscheinlich oder hoffentlich leider die Insolvenzpflicht wieder einführen müssen, ja, was einerseits schlecht ist für viele Leute, die entlassen werden, andererseits aber auch wichtig ist für die Gesundheit der Wirtschaft. Wenn das so eintritt, dann können wir damit rechnen, dass die Arbeitslosenquote danach noch weiter steigen wird. Danach. Es kommt halt auf diese unterstützenden Maßnahmen der Regierung ab. Was auch wichtig zu verstehen ist, wenn man von der Arbeitslosenquote redet, dann darf man nicht die Kurzarbeit vergessen. Und die Kurzarbeit ist einerseits ein richtiges Instrument, weil das sagen viele Ökonomen, die hat auch geholfen, dass die Leute nicht entlassen werden. Die werden über Wasser gehalten mit diesem Kurzarbeitsinstrument. Aber andererseits ist es auch eine quasi Arbeitslosigkeit, weil das keinen wirklichen Lohn anbietet, kein Gehalt. Und im Zeitraum von Mai bis Dezember 2020 betrug die durchschnittliche Zahl der Kurzzeitbeschäftigten 3 Millionen Menschen in Deutschland. Also das sind fast 7% der Erwerbstätigen. Und im Mai 2020 war sogar ein Höchststand von 6 Millionen Menschen fast erreicht. Ich gehe jetzt weiter über die fiskalpolitischen Maßnahmen, wenn es keine Fragen dazu gibt. Und zwar, was interessant ist, im Jahr 2020 belief sich allein das in Anführungsstrichen auf Corona bezogene Konjunkturpaket der Bundesregierung, die Bazooka vom Altmaier angeblich, belief sich wirklich auf
1 Billion Euro, also 989 Milliarden Euro. Das ist ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes, kann man sich vorstellen. Ich rechne damit natürlich auch die Kredite, die Kfz zum Beispiel dafür die Erlaubnis bekommen, solche Kredite auszugeben an die Unternehmen. Ich rechne da die Corona-Hilfen mit ein, ich rechne alles mit ein. Also insgesamt sind es dann schon 1 Billion Euro. Und jetzt zum Vergleich, in den USA haben wir fiskalische Aufwendungen von 14% des BIP im Jahr 2020. Unter Biden ist es natürlich viel mehr geworden. In Frankreich von 20% des BIP, in Italien, dieses Italien, das immer so verschwenderisch dargestellt wird, sind es nur 6% des BIP. Und in Österreich 14%, in Schweden 13,5%. Also wir sind da, wirklich haben wir sehr viele Ausgaben, aber die Sache ist den größten der Ausgaben kommen zu spät an, sind die falschen Ausgaben, sie haben nichts mit Corona zu tun, obwohl es angeblich mit Corona zu tun hat, wie ich gesagt hatte. Und der Effekt ist wirklich minimal. Und das IFO-Institut hat ausgerechnet, dass dieses Corona-Paket das BIP nur um 0,9% erhöht hat im Vergleich zu dem, wenn es dieses Corona-Maßnahmen-Paket nicht gäbe. Also wir hatten eine Rückgang von 5% und die Maßnahmen haben das abgefedert um 0,9%. Also kein großer Effekt. Ja? Vieles ist falsch. Woher kommt dieses Geld? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass die Bundesregierung ansonsten größere Sparmaßnahmen eingeführt hat. Ja. 1 Billion, ist die aus dem Nichts gekommen, oder? Nein, natürlich, das ist zum Großteil Verschuldung. Und da komme ich jetzt drauf auf. Also Bundeshaushaltsausgaben im Jahr 2020 stiegen um 12% ungefähr. Die Staatseinnahmen sanken um 5%. Das Finanzsaldo ist dann beläuft sich auf minus 5% im Jahr 2020, minus 6,5% im Jahr 2021, minus 4% im Jahr 2022. Also wir haben ein negatives Saldo des Bundeshaushaltes, das angestiegen ist und das nur teilweise über die Einnahmen gedeckt wird. Und der größte Teil ist eine Neuverschuldung. Und die Staatsverschuldung Deutschlands steigt von 60% im Jahr 2019, 60% des BIP, auf 75% im Jahr 2021. Und das sind dann jetzt, insgesamt ist die Staatsverschuldung, die wegen Corona jetzt akzeptiert wurde, beläuft sich auf fast 3 Billionen Euro. Also 2,7 Billionen Euro. Wie gesagt, das ist fast das deutsche BIP insgesamt, ja, bis zum Jahr 2022. Im Jahr 2020 war die Neuverschuldung bei 275 Milliarden Euro. 215 Milliarden Euro, das war nur der Bund. Im Jahr 2021 haben wir einen weiteren Nachtragshaushalt. Der beläuft sich jetzt auf sage und schreibe 240 Milliarden Euro. Und im Jahr 2022 werden dann noch neue 80 Milliarden Euro ausgegeben werden. Und ich kann aber glauben, ich glaube, auch in diesem Jahr war ja zuerst geplant nur 80 Milliarden Euro Neuverschuldung, nur in Anführungsstrichen. Und es hat sich jetzt verdreifacht auf 240 Milliarden Euro. Und selbst das IW Köln sagt, von 650 Milliarden zusätzlichen Staatsschulden sind ungefähr nur 480 Milliarden, haben die wirklich mit Corona zu tun. Obwohl ich glaube auch, dass die Kollegen im IW Köln da schon sehr lax das einschätzen. Also ich finde die Kritisierung gut und wichtig, aber ich würde nicht zu den Corona-Maßnahmen rechnen, genauso wie natürlich diese ganzen klimapolitischen Ausgaben. Also im Konjunkturpaket sind Ausgaben für den Ankauf von Elektromobilen. Also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Absolut gar nichts. Und da gibt es einen guten Monitor vom Institut für Weltwirtschaft Kiel. Und die haben mal geschaut, weil es gibt die offiziellen Studien von der Bundesregierung zur Subventionierung der deutschen Wirtschaft. Die sagen, unser Subventionierungsniveau ist seit 2005 immer gleich geblieben. Aber die haben da viele, viele Maßnahmen aus der Statistik rausgenommen, ganz speziell, weil sie wissen, dass es nicht stimmt.
Und das IFI Kiel hat da eine gute, macht eine eigene Analyse dazu und die haben herausgefunden, zwischen 2005, also wo Merkel an die Macht kam, bis 2020, ohne Corona-Maßnahmen, stiegen die staatlichen Pro-Kopf-Subventionen um 40% auf 206 Milliarden Euro, also insgesamt. Das ist. Sekunde, ja. So, das IFI Kiel meint, dass nur in diesem Jahr von diesen Subventionen, die im Jahr 2020 ausgegeben wurden, sind mindestens 10%, also 21,7 Milliarden Euro, schädlich für unsere Marktwirtschaft. Das sind Maßnahmen wie die Subventionen vom Kauf von bestimmten Technologien, zum Beispiel E-Batterien, ja, Elektroautos. Und mindestens 10 Milliarden dieser Ausgaben könnte man problemlos streichen, ohne dass es irgendwelche weiteren Auswirkungen hätte für den Bundeshaushalt oder beziehungsweise für die Wirtschaft. 20 Milliarden Euro, die schädlich sind, die Ausgaben, die schädlich sind für unsere Wirtschaft. So, damit wäre ich mit meinem Überblick über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen für Deutschland wäre ich dazu ende. Ich würde dann jetzt zu Bayern übergehen. Oder gäbe es Fragen dazu? Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt da erst vielleicht nochmal eine kleine Fragerunde machen, weil sonst ist es wahrscheinlich zu viel Informationsaufnahme auf einmal, ne? Ja, es sind sehr viele Zahlen. Ich habe aber auch gewarnt. Ja, ich würde jetzt gerne mal kurz ein paar deiner Aussagen noch aufgreifen. Ja. Gerne. Also wir haben ja das gleiche Feld, also Wirtschaft und Energie, du als Referent in der Landtagsfraktion und ich als Abgeordneter im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages. Und ich möchte ein paar Sachen von dir einfach noch mal ein bisschen plastischer machen. Das war alles richtig, was du gesagt hast. Ich möchte nur deine Prozente ein bisschen noch in Zahlen fassen. Ja. Also ein Bundeshaushalt war im Schnitt 350 bis 360 Milliarden Euro schwer in den letzten Jahren. Also 350 bis 360 Milliarden Euro war ein Bundeshaushalt in den letzten Jahren. Und über Corona ist er jetzt aufgeblasen auf circa 500 Milliarden pro Jahr. Das ist das, wenn du sagst, um 60% nach oben gegangen. Das ist einfach mal die Zahl, also machen wir es mal rund, ne? 360 Millionen, da hat man noch die Schuldenbremse. Da waren zumindest nur die versteckten Staatsschulden drin, aber keine offenen Staatsschulden. Und in den Staatshaushalten für 2021 und jetzt auch 2022 haben wir pro Jahr eine Neuverschuldung von 200 Milliarden. Das ist jetzt der schöne Vergleich. Also ein normaler, ausgeglichener Haushalt war 360 Milliarden bis Corona. Und jetzt haben wir allein schon wegen Corona eine Neuschuldenaufnahme von 200 Milliarden pro Jahr. Also in dem einen Jahr waren es jetzt 210, im anderen sind es 190 Milliarden, aber im Schnitt sind das 200 Milliarden. Und da sieht man, dass das alles aus der Geldschöpfung kommt, von eigentlich nicht gedeckten Vermögenswerten. Und das ist ein wunderschönes Bild. Also es ist überhaupt nicht schön, es ist total hässlich und schrecklich, aber so kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie weit es eigentlich alles schon ist. Das andere, wo du gesagt hast, dass bis zu, glaube ich, 10% der Subventionen wirtschaftsschädlich ist. Also ich habe jetzt an drei Bundeshaushalten mitgearbeitet, also die Zusammenfassung hat der Peter Böhringer immer gemacht, aber wir waren natürlich auch im Wirtschaftsausschuss dabei und haben uns eben den Haushaltsplan 09, das ist das, was also vom Wirtschaftsausschuss zugeliefert wird, im Detail angeguckt. Und ich möchte das auch das bestätigen, noch ein bisschen plastischer machen, was du gesagt hast. Das war schon, wie gesagt, wir haben ja 2017 war die Bundestagswahl, wir haben dann 2018 rückwirkend erstmal den 17er Haushalt machen müssen, weil der nicht fertig war. Dann den 18, 19er, 20er Haushalt, eigentlich jetzt vier Haushalte. Und da ist uns aufgefallen von Anfang an, dass so viel Green Deal, Gender Gaga und Gutmenschenblödsinn in jedem Unterkonto des Bundeshaushaltes versteckt ist. Also ich kann es jetzt nur sagen vom Wirtschaftsausschuss, da haben wir das gesehen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, da geht es jetzt um die Förderung der mittelständischen Wirtschaft. Und dann geht man weiter. Aha,
Förderung der Gleichstellung in der mittelständischen Wirtschaft, Förderung einer Frauenquote in der mittelständischen Wirtschaft, Förderung von mehr Migrantenanteil in der mittelständischen Wirtschaft, Förderung von mehr Energiewende in der mittelständischen Wirtschaft. Ja? Also alles dieses Gendergager, Green Deal, Gutmenschen, tralala, das ist in dem einen Konto drin. Dann haben wir geguckt, was ist denn jetzt mit der, hier mit der Mobilität? Auch da wieder Elektroautos. Also der ganze Bundeshaushalt ist durchsetzt und durchseucht in jedem Unterkonto durch diese ganze Förderung von dem, was leistungsfeindlich ist, Förderung von dem, was unsere Gesellschaft zerstört. Und das zieht sich im Bereich Wirtschaft durch alle Unterkonten durch. Dann fragt man natürlich die Kollegen im Bildungsausschuss, im Gesundheitsausschuss, im Sportausschuss, ja, auch das Gleiche. Ja? Also du sagtest, circa 10% des Haushalts sind wirtschaftsschädlich. Das mag vielleicht sogar zu niedrig gegriffen sein. Mhm. Und noch eine Sache möchte ich dir sagen von der Wirtschaftskrise, die es vor Corona schon gegeben hat. Ein sehr guter Maßstab über den Zustand unserer Wirtschaft, wo man schon nach vorne erkennt, was kommen wird, sind die Absätze in der Automobilindustrie. Da erkennt man immer, also das ist ein schöner Maßstab, wo man immer ganz gut ablesen kann, was jetzt kommen wird. Von 2017 auf 2018 ist es gesunken, da waren es noch nicht ganz 10%. Von 18 auf 19 waren es 10%, von 19 auf 20 waren es dann über 10% Auftragsrückgänge und auch die Absatzzahlen in der Automobilindustrie. Also war dann klar, wenn das sowas 3 Jahre in Folge der Fall ist, auch im verarbeitenden Gewerbe war es nicht ganz so schlimm, aber ging in die gleiche Richtung, dann war ja völlig klar, dass die Wirtschaft schon am Absturz war. Ja. Und deswegen habe ich ja die ketzerische Frage gestellt im März letzten Jahres, hat man jetzt irgendwie einen Grund gebraucht, um die Wirtschaftskrise über Corona erklären zu müssen, weil sie ja eh schon da war. Und wenn wir jetzt den Corona nicht als Sündenbock hätten, dann würde man vielleicht drauf kommen, wer sie wirklich verursacht hat. Dann habe ich sofort einen Streik bekommen als Verschwörungstheoretiker und war unheimlich stolz drauf. Das heißt, ich habe die richtige Frage gestellt. Ja. Also ich wollte das nur noch ein bisschen anfügen und jetzt wieder zurückgeben. Oder gibt es ja noch natürlich in der Runde hier weitere Fragen an Juri noch für die deutschen Wirtschaftszahlen, bevor wir auf Bayern gehen. Bitte schön, voran. Wir haben noch eine Frage von dem Herrn Günther Scheller. Das ist möglicherweise eine Frage sowohl an den Herrn Kofner wie auch an den Herrn Müller. Wie, alkoholfrei, ne? Will ich doch hoffen. Wie möchte die AfD die Corona-Krise mit all ihren wirtschaftlichen Negativfolgen meistern, ohne neue Schulden zu machen? Juri? Ja, gut, danke schön. Ja, das ist eine sehr wichtige und sehr interessante Frage, weil wir uns da auch natürlich miteinander auseinandersetzen müssen. Und das ist ein tieferes Thema, was mit Schulden insgesamt zu tun hat. Und da gibt es zwei verschiedene Ansichten und das heißt auch nicht, dass diese zwei verschiedenen Ansichten sich auseinander ausschließen. Ja? Natürlich ist die AfD Prinzip immer dafür, dass Rot gleich schwarz sein muss. Also wir sind natürlich für die Schuldenbremse in dem Sinne, wir sind für einen ausgeglichenen Haushalt. Und das heißt, dass Neuverschuldung im Prinzip zu vermeiden ist. Also als erstes, was natürlich getan werden muss, dass wir diesen unsäglichen Lockdown endlich beenden, ja, diese ganzen Einschränkungen. Wieso geht es den USA und China relativ gesehen viel besser momentan als der deutschen und der europäischen Wirtschaft? Weil sie keinen Lockdown haben de facto oder nur einige Teile in den USA noch immer einen Lockdown haben, die halt demokratisch pro Biden sind, ja. Und die anderen Staaten haben keinen Lockdown mehr und keine Maßnahmen mehr. Also das ist das Erste, wir müssen diesen Lockdown, diese nicht verhältnismäßigen Wirtschaftseinschränkungen, unter anderem Wirtschaftseinschränkungen aufheben, weil sie erstens beim Infektionsgeschehen überhaupt nichts bringen und zweitens, weil sie wirklich nur schädlich sind für unsere Wirtschaft. Das Zweite ist, okay, was machen wir danach? Wir haben ein Minus, wir haben ein Tal, wir haben einen Rückgang. Wie kommen wir wieder daraus? Die große Frage ist erstens natürlich, wir brauchen eine ganz andere Wirtschaftspolitik, eine ganz andere Industriepolitik, eine ganz andere Steuerpolitik. Und da muss man eigentlich nur das AfD-Programm aufmachen. Weniger Steuern. Wir sind das Land mit den das zweithöchsten Steuern in der Welt, glaube ich, nach Belgien. Wir haben die höchsten Lohnstückkosten. Wir haben die höchsten Energiepreise, die höchsten Strompreise in der Welt. Also relativ gesehen, wir sind immer da top.
Wir haben eine sehr, sehr hohe Bürokratielast auch insgesamt gesehen. Das muss alles runtergefahren werden, einfach weil die Leute, die wirklich was produzieren, und es gibt ja, also sagen wir, die Nettosteuerzahler, das ist je nach Einschätzung 40 Milliarden Menschen in Deutschland bis auf nur 15 Milliarden Menschen, die wirklich durch ihre Arbeit das ganze System am Laufen halten, dass die entlastet werden und dass die auch wirklich da besser, also freier arbeiten können und arbeiten können, dann wird es auch besser gehen mit unserer Wirtschaft insgesamt. Das wird ja alles zu Tode reguliert und zu Tode versteuert, alles in Deutschland. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt nicht sozial sein sollten und den Sozialstaat nicht unterstützen, ganz im Gegenteil. Aber der produzierende Teil unserer Wirtschaft wird immer weiter zu Tode reguliert und zu Tode versteuert. Und dann, wo ich jetzt noch zurück hingehen möchte, ja, wir müssen diese ganzen Klimamaßnahmen, müssen wir wirklich uns davon freisagen. Wir brauchen keine CO2-Steuer. Wir brauchen keine Verbote für Verbrennungsmotoren. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Baustelle. Das dauert wirklich sehr lange, wenn man darüber eingeht. Also man kann ja zwei Einsätze sagen. Erstens, man geht da mit dieser ganzen Klimanarrativ. Dann kann man sagen, ja, aber wie das hier gemacht wird in Deutschland, ist trotzdem absolut falsch. Zum Beispiel, das macht der Hans-Werner Sinn. Der sagt, ja, es gibt einen Klimawandel, ja, wir müssen was machen. Aber wie das hier gemacht wird, über diese ganze Regulierung, das ist alles Blödsinn. Wir brauchen zum Beispiel nur, wir müssen mehr Wälder pflanzen, wir brauchen nur einen Emissionshandel auf alles und diese ganzen CO2-Steuern, Regulierungen müssen wir abschaffen, fertig, aus. Das ist zum Beispiel eine Position. Oder man sagt einfach, es gibt keinen Beweis, dass der anthropogene Faktor auf den Klimawandel so maßgeblich ist. Wir müssen uns höchstens, was wir machen können, ist uns anpassen. Und dann brauchen wir diese ganzen CO2-Steuern nicht. Auf jeden Fall, dieser Dirigismus in der Wirtschaftspolitik, der über Klimapolitik erklärt wird und begründet wird, der ist falsch. Das muss auch weg. Und letztendlich zurück zur Schuldenfrage. Die Leute, die sagen, wir können uns verschulden, die sagen immer als Argument, die Zinsen auf die Staatsanleihen sind die niedrigsten historisch gesehen, die wir je hatten. Und das stimmt auch. Deswegen macht jetzt momentan mehr Verschuldung mehr Sinn, als es vor Jahren gemacht hat. Das stimmt natürlich. Aber Verschuldung ist immer noch Verschuldung. Ja? Man kann sich überstreiten, wie hoch eine Verschuldung möglich ist, ab wann das ungesund ist. Und da streiten sich die Geister. Wir haben Japan, wir haben Italien. Ich glaube, viel hängt auch wirklich mit dem Wirtschaftssystem zusammen. Ein Land wie Japan kann sich eine sehr hohe Verschuldung viel mehr leisten als ein Land wie Italien. Ja? Und das Letzte, und das, wo ich wirklich das abrunden möchte, ist, also außerdem, dass wir das AfD-Programm in der Wirtschaftspolitik umsetzen müssen, ich glaube, was noch sehr wichtig ist und was uns als AfD unterscheiden sollte von anderen Parteien, die immer sagen, wir brauchen mehr Sozialleistungen, mehr Transfer, mehr staatliche Einmischung, ist, dass wir sagen, wir müssen zurück zum mündigen und freien Bürger. Und das beruht auch auf dem Prinzip, dass der mündige und freie Bürger Eigenkapital hat, Eigentum, ein eigenes Haus, ein eigenes Auto, ein eigenes Grundstück, vielleicht auch Anteile an Aktien. Und die Politik der AfD sollte sich halt darauf beruhen, dass die Leute mehr Eigentum haben, dass sie mehr Möglichkeit haben, Eigentum zu besitzen. Weil nur das ist wirklich ein richtiger Wert. Das ist kein, das, was man nicht aus dem Nichts erschafft, wie schon Herr Hans-Jörg Müller richtig gesagt hat, das über nichts gedeckt ist und auch über Nacht verpuffen kann, sondern dass wir dazu führen, dass die Leute mehr Eigentum haben durch diese erleichternden Maßnahmen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber Entschuldigung, noch einen Punkt, wenn ich kurz sagen darf, zur Verschuldung. Also ich will sagen, die Verschuldung, die wir jetzt haben, ist viel zu viel, viel zu hoch und auch für das Falsche. Heißt aber nicht, und das ist jetzt meine private Meinung, meine persönliche Meinung, dass ein bisschen Verschuldung an sich nicht schlecht ist, verboten ist oder schlimm ist. Zum Beispiel, es kommt ja auch darauf, für was man sich verschuldet. Wenn wir jetzt sagen würden, wir verschulden uns und machen ein massives Infrastrukturprojekt, wir renovieren unsere Bahn, wir renovieren unsere Straßen, wir bauen Schulen, wir bauen Universitäten, wir bauen Krankenhäuser. Wir schaffen damit also ein größeres Wachstum, als wir jetzt ohne diese Infrastrukturinvestition hätten, dann ist es eine Verschuldung, die Sinn macht. Wenn wir aber uns massiv verschulden für was? Für Genderquatsch, für Klimapolitik, um die Welt zu retten, dann ist es Geld, das wir einfach nur in den Sand setzen. So.
Ich habe noch eine kurze Frage zur Verschuldung. Und zwar, ich denke, schätze mal, das fragen sich relativ viele. Und zwar, erstens, von wem leihen wir uns eigentlich dieses Geld? Und das Zweite, gibt es da eine maximale Obergrenze, wo man sagt, zum Beispiel, wenn wir uns das Zehnfache des Bruttoinlandsprodukts geliehen haben, dann kollabiert der Staat oder Ähnliches? Herr Müller, glaube ich. Ja, ich würde jetzt erst mal sagen, lieber Juri, du und auch ich, wir müssen es erst ein bisschen selber disziplinieren, dass wir vielleicht versuchen, etwas kürzer zu antworten, dass mehr Leute auch zum Fragen kommen. Tut mir leid, ja. Siehst du, ich kann doch ganz nett Watschen verteilen, dass man es eigentlich gar nicht merkt. Ja. Wenn ich jetzt zu lang bin, dann gibt es mir auch eine. Ja. Es gibt da so eine Daumenregel. Also wenn die Schulden so hoch sind, wie es BIP, wird es gefährlich. Aber das sind alles Daumenregeln. Also ich kann mich weder aus dem Wirtschaftsstudium noch jetzt irgendwie aus der Lebenserfahrung erinnern, dass es dann einen festen Wert gibt, weil wir eigentlich sehr viele Variablen haben, die da zusammenspielen. Das war jetzt zum zweiten Teil der Frage, Mario. Was war das erste nochmal? Von wem wir uns dieses Geld leihen? Ja, das ist ja... ich empfehle jetzt mal ein Buch, Der Weltgeldbetrug. Da habe ich halt frankische Schwierigkeiten mit D und D. Ne? Also Weltgeldbetrug. Der Weltgeldbetrug, das ist ein Buch von Professor Eberhard Hamer. Der war ja damals wohl gelitten, auch als Berater auch noch von Merkel. Und dann hat er dieses Buch geschrieben. Und dann wurde er sofort als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Also ich sehe immer, wenn das passiert, ziemlich schnell, dann haben die Leute anscheinend die richtigen Fragen gestellt. Ja, da stehen die ganzen Antworten drin. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Die Federal Reserve Bank der Vereinigten Staaten gehört wenigen Familien. Es ist also mitnichten eine staatliche amerikanische Notenbank. Diesen Familien gehören auch wesentliche und wichtige Geschäftsbanken. Und die können so lange und so viel Geld drucken, wie sie wollen. Ja, das heißt, und da erklärt das Hamer sehr gut in seinem Buch, deswegen das auch Weltgeldbetrug, diese Leute sitzen an der Quelle der Geldschöpfung, indem sie die Federal Reserve Bank kontrollieren. Da wird Geld aus dem Nichts geschöpft. Dieses aus dem Nichts geschöpfte Geld kriegen dann ihre eigenen Geschäftsbanken. Und die kaufen dann mit dem Geld, weil es ja irgendwie einen Wert hat, ich sage es jetzt mal so, Realwerte. Das heißt, die schöpfen Geld aus dem Nichts, geben sie ihren eigenen Geschäftsbanken und die investieren dann in Fonds und diese Fonds kaufen Realwerte auf weltweit. Und deswegen heißt dieses Buch Weltgeldbetrug, weil dieses System eben mit Geld aus dem Nichts dazu führt, dass diejenigen, die da am Anfang der Geldschöpfungskette stehen, sich Unmengen an Realwerten aneignen. Ja, so läuft dieses Dreckspiel. Ja, das ja mit einer fairen Marktwirtschaft gar nichts zu tun hat, sondern ist der sogenannte Banksozialismus. Weil es eben zentralisiert ist. Das ist übrigens jetzt auch die große Gefahr, wenn man sieht, wie viele Unternehmen in Deutschland, gerade jetzt aus dem Mittelstand, wenn sie nicht im produzierenden Gewerbe sind, dann geht es noch relativ gut, wie die natürlich jetzt anfällig werden, aufgekauft zu werden. Von wem? Auch natürlich jetzt von Chinesen. Aber dahinter steckt auch wieder dieses Geld, das aus dem Nichts geschöpft wurde. Also das heißt, dieser Weltgeldbetrug wird jetzt eigentlich noch beschleunigt durch die herbeigeführte Corona-Krise. Ja, man muss es ja so sagen. Wir hatten das ja schon von 2018 bis 2020 ging die Wirtschaft nach unten. Und man hat also einen Schuldigen gebraucht. Das Virus gibt es wirklich, dass wir uns hier richtig verstehen. Aber die Wirtschaft leidet ja nicht am Virus, was bei einer Sterblichkeit von 0,15% gar nicht sein kann. Gell, hat der Klaus Lang uns alle schon erklärt. Sondern die Wirtschaft leidet ja an den Reaktionen darauf. Die Wirtschaft leidet an den Maßnahmen auf Corona. Das ist das, was die Wirtschaft kaputt macht. Und das sind dann interessanterweise genau wieder diese Maßnahmen, die dann dazu führen, dass also praktisch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der Mittelstand immer mehr geschwächt wird, für ein Apfel und ein Ei aufgekauft werden kann oder überhaupt vom Markt gedrängt wird, hat Jura auch schon gesagt, dass dann eben die Internethändler profitieren und nicht mehr das Spielwarengeschäft um die Ecke. Und diese Internethändler sind wieder verwoben mit diesen Strukturen aus dem Weltgeldbetrug. Also das ist dieses ganze Geflecht, wie es zusammenhängt. Und das macht es also jetzt nicht
nicht unbedingt einfach, dieses Problem zu lösen. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen verständlich erklärt, aber gerne noch Rückfragen. Dankeschön. Kann nicht sein, das war so kompliziert. Rückfragen bitte. Vielleicht mal an die Allgemeinheit. Sie dürfen eigenständig fragen und falls Sie das nicht wollen, können Sie Ihre Frage auch einfach in den Chat schreiben. Dann lese ich die vor. Da ist noch eine schöne, da ist noch eine schöne Frage drin. 17.50 Uhr, lies sie mal vor, Mario. 7.50 Uhr, das Geld kommt vom Kapitalmarkt. Wer hat das geschrieben? Der Herr PM. Das Geld kommt vom Kapitalmarkt, das heißt im Bankensektor. Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung kann dieser Bankensektor ja nur die Privatwirtschaft oder in den Staat investieren. Das, was dem Staat zufließt, fehlt am Ende der Privatwirtschaft. Wenn der Staat nun das Geld aus dem Bankensektor nicht produktiv einsetzt, sinkt die Produktivität der Wirtschaft, Verarmung. Letztendlich minimiert der Bankensektor ja dadurch sein Risiko über das Verleihen des Geldes an den Staat und nicht in die Zombiewirtschaft. Gewinner ist dabei aus meiner Sicht der Bankensektor, aus volkswirtschaftlicher Sicht. Juri, möchtest du die Frage beantworten? Die ist nämlich wirklich haarig. Also ich fange jetzt einfach mal an. Das Geld kommt vom Kapitalmarkt, das heißt dem Bankensektor. Also es gibt eine volkswirtschaftliche Gleichung, I gleich S, Investition gleich Ersparnis. Das heißt, so wie man mir Volkswirtschaft beigebracht hat, erst an der Uni Würzburg und dann noch an der Uni Passau, ist es also so, dass die Banken oder dass der Kapitalmarkt, die Banken ist ja nur dann die Struktur, die es ausgibt, dass der Kapitalmarkt nur das an Krediten zur Verfügung stellen kann, was vorher von irgendjemand gespart worden ist, und dem Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt wird. Und diese Gleichung ist auch Grundlage der ganzen Gedankenwelt der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Es wird also immer unterstellt in diesem Modell der reinen volkswirtschaftlichen Lehre, dass man nur das an Krediten ausgeben kann, was vorher sparsame Menschen gespart haben. Und da wird völlig ausgeblendet aus diesem Modell die Geldschöpfung aus dem Nichts. Genau darunter, worunter dieser Geldsozialismus leidet, worunter die Ruinierung der Währung leidet, woraus dieser Weltgeldbetrug kommt, dass man eben Geld aus dem Nichts schöpft und sich damit Realwerte aneignet. Ja, also das sage ich jetzt nur zum ersten Satz dazu. Ja, das Geld kommt vom Kapitalmarkt, der Bankensektor reicht es aus, aber wie kommt es erstmal in den Kapitalmarkt rein? Gehen wir jetzt aus von diesem idealistischen volkswirtschaftlichen Modell, dass das alles echte Ersparnisse sind, oder gehen wir von der Realität aus, dass es vielleicht auch noch ein paar Ersparnisse sind, aber im großen Stil eben das aus dem Nichts geschöpfte Geld. Das wäre dann auch die Rückfrage auf diese Frage. Dann kann der Bankensektor nur in die Privatwirtschaft oder in den Staat investieren. Gut, ich meine, er könnte auch vielleicht selbst was konsumieren, das könnte er vielleicht auch. Gut, jetzt sagen wir mal, er konsumiert nicht, er investiert, nur kann er in die Privatwirtschaft oder den Staat investieren. Ja, oder er kann über den Außenbeitrag, das ist ja noch ein weiteres Glied in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, kann auch im Ausland investieren. Also er kann im Inland in Privatwirtschaft und Staat investieren oder er kann ins Ausland investieren. Das kann er auch noch machen. So, was dem Staat zufließt, fehlt am Ende der Privatwirtschaft. Ja, was der Staat konsumiert, ist in der Privatwirtschaft nicht mehr vorhanden. Dadurch sinkt die Produktivität der Wirtschaft. Da muss man jetzt von der sogenannten Ceteris Paribus-Bedingung ausgehen. Ceteris Paribus heißt, es sind ja mehrere Faktoren. Und hier in der Frage ändern wir nur einen Faktor, weil sobald wir zwei Faktoren ändern in einer mehrfaktorischen Gleichung, da wissen wir jetzt nicht, welche Änderung von welchem Faktor zu einer Änderung des Endergebnisses geführt. Ja? Also wir können dann nur sagen, es stimmt dann, es fehlt dann der Privatwirtschaft, wenn die Privatwirtschaft nicht aus Innovationen heraus höhere Produktivitäten erwirtschaftet. Das ist ja auch möglich. Es kann also sein, dass das Geld, was in den Staat fließt, überkompensiert wird, weil die Wirtschaft halt so genial irgendwie an ihrer Produktivität arbeitet. Das ist auch noch möglich als Einflussgröße. Dann steht hier noch, letztendlich minimiert der Bankensektor ja dadurch sein Risiko über das Verleihen des Geldes an den Staat. Ja, jetzt sind wir beim Grundproblem, wo diese ganzen aus dem Nichts geschöpften Gelder landen.
Wir haben auf der einen Seite diese riesengroße Blase der aus dem Nichts geschöpften Gelder, aber versuchen Sie mal, als mittelständisches Unternehmen einen Kredit von Ihrer Bank zu kriegen. Das ist ja fast unmöglich, weil Sie hatten erstmal Basel I, dann haben Sie Basel II, dann haben Sie Basel III. Das sind diese ganzen immer, also strikter, immer strenger werdenden Vergaberichtlinien, was ein Kreditnachfrage alles an Sicherheiten und Übersicherheiten und Bibardo alles noch anbieten muss, dass er einen Kredit kriegt. Also wir haben das Problem, riesengroße Geldmengen in der Finanzblase, aber in der Realwirtschaft kommt nichts an. Ja, warum denn nicht? Weil die Banken, das ist das, was ich dahinter sehe, hinter dieser Frage, weil die Banken halt auch auf ihre eigene Profitabilität achten müssen. Und übers Kreditgeschäft bei diesen faktischen Nullzinsen, ja, da können Sie ja nichts mehr verdienen. Also schauen Sie, wie Sie Ihr Geld anderweitig anlegen, gehen dann halt in das Finanzcasino der Hedgefonds mit rein, wo Sie halt mehr Profite machen können, aber auch mehr verlieren können. Weil am Kreditgeschäft kann man nichts mehr verdienen. Die Schere zwischen Soll- und Habenzins ist zu klein, dass man damit noch profitabel wirtschaften kann. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen beantwortet. Jetzt haben wir noch eine Zuschauerfrage von dem Herrn Dr. Klaus Lang. Bitteschön. Wenn man dem Herrn Krall folgt, der ja fantastische Vorträge halten kann, dann hat er ausgerechnet, dass wenn die Bilanzsumme der EZB bei 700 Milliarden angelangt ist, dann, dass dann sozusagen das System zusammenbrechen würde, weil dann sozusagen diese Schuldenquoten nie wieder zurückzuzahlen werden und das Ganze noch bei Nullzinspolitik. Der hat zumindest diese Zahl versucht auszurechnen anhand der Bilanzsumme aller und dem Arbeitsvermögen oder Bruttosozialprodukt aller europäischen Länder zusammengerechnet. Ja, interessant finde ich es, bewerten kann ich es natürlich nicht, weil ich halt ich kein Wirtschaftswissenschaftler bin. Ja. Und er sagt, wir wären jetzt im Moment bei 500 Milliarden und es würde, also die Bilanzsumme der EZB wäre jetzt bei 500 Milliarden und nähert sich diesen 700 Milliarden in 7 Meilenstiefeln. Kann da jemand von den beiden Wirtschaftsfachleuten was dazu sagen, das mal kommentieren? Ja, Juri, mach mal, ja. Also über die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank kann ich leider nichts sagen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich kann etwas sagen über die Geldmenge, die im Umlauf ist. Und die Ausweitung, also fangen wir mal so an. Im Juli 2008 vor der Finanzkrise war die Geldsumme M0, belief sich auf 1,9 Billionen Euro für den Euroraum. Im Juli 2008, also fast 1 Billion Euro. Jetzt beläuft sich im Zusammenhang mit Corona die Ausweitung der Geldpolitik der EZB auf 3,4 Billionen Euro. Das ist ein Anstieg von fast 30% im Vergleich zum Jahr 2019. Zwischen Dezember 2019 und November 2020 stieg die Geldmenge von 3,2 Billionen auf 4,6 Billionen Euro. Das sind wir jetzt ungefähr 4,6. Bin ich 5, glaube ich, jetzt ist geworden. Und nach Meinung von Hans-Werner Sinn könnte bis Juni 2021 diese Geldsumme auf 6 Billionen Euro sich erhöhen. Also das sind immense Geldmengen, wenn man berechnet, dass allein das deutsche BIP sich auf 3,3 Billionen Euro berechnet, dann haben wir nur eine Geldmenge von 6 Billionen Euro. Es ist eine massive Ausweitung im Vergleich zu dem, was gesund wäre, sagen wir mal. Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass so etwas einfach nicht tragfähig ist, auf lange Frist. Jetzt würde ich sagen, nachdem wir mit so vielen trockenen Zahlen und Theorien und Praxisbeispielen hier vielleicht auch zu einer gewissen Müdigkeit führen, es ist ja klar, ich meine, wir müssen uns jetzt schon eine Stunde lang konzentrieren, gibt es jetzt mal ein bisschen was zum Auflockern. Ich möchte mal was erzählen aus der Corona-Märchenstunde des Deutschen Bundestages. Also im Wirtschaftsausschuss der Tagesordnungspunkt 1, jetzt immer schon seit über einem Jahr, ist der Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums zur Corona-Lage. Also ich habe dem mal den richtigen Namen gegeben, das heißt eigentlich Corona-Märchenstunde. Das kommt also jedes Mal als erstes dran im Wirtschaftsausschuss. Wird also immer Wechsel vorgetragen von Herrn Altmaier. Und dann hat er ja
drei Staatssekretäre, die dann immer wieder kommen. Das ist einmal die Frau Winkelmeier-Becker, dann ist es der Herr Bareis und dann ist es noch einer, aber der andere kommt nicht mehr. Also es meistens macht es jetzt Bareis, wobei ich sagen muss, der ist der konkreteste von allen, weil wenn man dem konkrete Fragen stellt, kriegt man auch konkrete Antworten, was ganz selten ist in der Politik. Die Frau Winkelmeier-Becker, die hat mal den Vogel abgeschossen, das war richtig lustig. Da habe ich sie gefragt, wie sie denn die Insolvenzentwicklung sieht im Zuge von Corona. Dann sagt sie ganz stolz, hier schauen Sie mal, hier unsere Statistiken. Wir hatten noch nie so wenige Insolvenzen in Deutschland wie jetzt. Ja. Ja. So, das war erste Frage, erste Antwort. Zwei Wochen später wieder Wirtschaftsausschuss, die Frau Winkelmeier-Becker war wieder da. Da sage ich, ach, Sie erinnern sich noch und so weiter. Nochmal was zu den Insolvenzen. Ich kann Ihnen schon sagen, warum die Insolvenzen so niedrig sind wie noch nie. Weil wir nämlich staatlich sanktionierte Insolvenzverschleppung haben. Weil nämlich in den Bankbilanzen die schlechten Assets einfach so weggebucht werden können und die müssen nicht mehr ausgewiesen werden. Das heißt, egal wie verschuldet eine Firma ist, man erscheint nicht in der Bilanz und es ist ja klar, dass es dann auch keine Insolvenz geben kann. Dann hat sie mich mit so großen Augen angeguckt und dann durfte ich noch in der zweiten Runde eine zweite Frage stellen und dann habe ich sie gefragt, ob ihr bekannt ist, dass es Berechnungen gibt, dass im Laufe des Jahres 2021 bis zu 20% aller deutschen Unternehmen Insolvenz anmelden werden. Wir haben ca. 3,9 Millionen Unternehmen, also es sind alle da, von kleinen Einzelunternehmen bis zum Siemens. Also wir haben so knapp oder 3,6, also sagen wir roundabout 4 Millionen Unternehmen in Deutschland. Und so zwischen 700.000 und 800.000 machen die Grätsche, habe ich ihr gesagt. Guckt sie mich ganz erschreckt an, das kann sie sich ja gar nicht vorstellen, woher ich denn diese Zahl habe. Und dann sage ich, ja, die Zahl habe ich immerhin von der Kreditreform, die ist ja darauf spezialisiert, Insolvenzen zu errechnen. Aber nicht nur die Kreditreform sagt das, sondern auch Dr. Markus Krall. Und dann kam die Antwort, wer ist das? Ja, das finde ich doch interessant. Ja, der Klaus Lang haut es gerade vom Stuhl. Ja, also da sieht man eben, wie selektiv das Wissen auch verteilt ist. Also wenn sich jemand Sorgen um die Zukunft macht, sich mal so kritisch mit Wirtschafts- und vor allem auch mit Geld- Finanzpolitik beschäftigt, gibt es ja keinen Weg an Markus Krall mehr vorbei. Der ist ja da omnipräsent. Aber die Frau Staatssekretärin, die Nummer 2 nach dem Herrn Altmaier, hat den Namen vom Herrn Krall noch nie gehört. Und das sieht man halt. Ich weiß jetzt nicht, wer im Paralleluniversum lebt und wer auf der reellen Welt. Vielleicht leben wir im Paralleluniversum und das Wirtschaftsministerium hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Ja, noch eine kleine Anekdote dazu. Das habe ich mit Herrn Altmaier gespielt, das Spiel. Das war gerade, wo er gesagt hat, kein Arbeitsplatz wird wegen Corona verloren gehen und es ist alles toll und so weiter. Und dann war er fertig mit seinem Vortrag, deswegen nenne ich das Corona-Märchenstunde. Dann ist immer so, geht nach Größe, also erst die CDU, CSU, dann die SPD und dann sagt immer der Klaus Ernst, das ist der Leiter dort so. So und jetzt, das Wort hat Kollege Müller von der AfD und dann frage ich, wer der Herr Wirtschaftsminister, alles toll, was Sie hier an Wohltaten verteilen, wie finanzieren Sie die denn? Ich habe die Frage gestellt, die jede Hausfrau sich stellt, ne? Wenn sie einen Kuchen backt, muss sie vorher gucken, hat sie genug Kohle, ums Mehl und die Eier zu kaufen. Lieber Herr Wirtschaftsminister, wie finanzieren Sie diese Wohltaten? Da sagt er mir, Herr Müller, das ist nicht mein Fachbereich, da fragen Sie bitte den Kollegen Scholz im Finanzministerium. Also so viel mal zu dem Niveau, auf dem dazu geht. Zwei schöne Anekdoten. Ich bitte jetzt wieder um seriöse Fragen. Die Beantwortung, die kann er wieder Juri Kofner übernehmen. Ja. Nee, aber so gut und fachlich und auch lustig, das können nur Sie, ja, mit der Erfahrung. Ja, wirklich. Soll ich vielleicht zu Bayern übergehen? Oder vielleicht, bevor wir das noch kurz machen, also das vielleicht noch kurz zwei Informationen, was auch sehr interessant ist, also wer der Gewinner und wer die Verlierer sind, zum Beispiel auch zum Thema Kreditvergabe. Also das ist, wie gesagt, das größte Problem an der jetzigen Wirtschaftskrise, das uns noch weiter begleiten wird, ist wirklich die Zombifizierung unserer Wirtschaft. Die massive Ausweitung dieser finanziellen Hilfen, aber auch des Geldes, dass es relativ gesehen viel einfacher geworden ist, Kredite zu bekommen. Und was auch interessant ist,
Zum Beispiel nach Einschätzung des IFO-Instituts ist es jetzt seit Anfang dieses Jahres viel, viel leichter geworden, einen Kredit zu bekommen für die Großunternehmen. Aber für den Mittelstand ist es schwieriger geworden, im Vergleich Kredite zu bekommen. Also das ist auch wieder, wie die Umverteilung funktioniert. Und genauso wie der Herr Müller richtig gesagt hat, ist es ein immenser Teil, bis zu 5000 Zombie-Unternehmen, die einfach nur übers Wasser gehalten werden, weil die Insolvenzpflicht teilweise ausgesetzt ist. Und die es so nicht gibt. Natürlich gab es einen massiven Rückgang an Insolvenzen, natürlich, weil keiner diese Insolvenz anmelden muss. Das ist genauso, wie wenn man sagt, es gab im Jahr 2020 kaum Influenza-Kranke. Ja klar, wenn man alle als Corona-Kranke anrechnet, dann ist es ganz klar, dass das nicht so ist. Also hier, da kann ich dann nur das befürworten und dazu Ja sagen. Jetzt ist die Frage, soll ich zu Bayern weitergehen oder wie macht man das? Vielleicht gleich, Juri, da kam nochmal die Nachfrage. Was sind jetzt schon wieder? Ich rufe den anderen gleich zurück. Jetzt mal erst früher die Frage noch beantworten. Schon wieder irgendwie aus der Bundestagsfraktion einen Anruf, dann sage ich, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht und weiß es gar nicht, dass ich wieder eine draufkriege. Ja? Keine Ahnung. Die Frage von SJK war, das mit dem Wegbuchen der faulen Kredite in den Bankbilanzen nochmal erklären. Also, wir haben eine Sparkasse. Wir haben einfach eine Bank. Und die Bank hat ein Eigenkapital von, weiß ich nicht, kleine Regionalbank, 10 Millionen Euro, irgendwas. So. Und die Bank reicht natürlich Kredite aus. Und wenn die Anteile der faulen Kredite, die nicht mehr zurückgeholt werden können von der Bank, weil die Bank verleiht Geld, verleiht Kredite und die sollen ja wiederkommen. Und wenn jetzt aber ein Unternehmen bankrott macht, das den Kredit gekriegt hat, dann kommt das Geld ja nicht mehr wieder in der Bank. Und dann muss es abgeschrieben werden. Und das geht dann auf Kosten, ne, in der Bilanz mit beiden Seiten, das geht dann auf Kosten des Eigenkapitals der Bank. Und wenn wir mehr abgeschriebene Kredite haben in der Bank, als die Bank noch Kapital hat, dann ist die Bank pleite und muss zumachen. Und wenn man das so buchhalterisch richtig fortgesetzt hätte, wären viele Banken schon kaputt bei uns. Und dann kann man sich vorstellen, die Schlangen, die Leute heben, versuchen noch an ihr Geld zu kommen. Wir haben einen Bankenrun, das Finanzsystem bricht zusammen. Damit ist die Gesellschaft kaputt im Bürgerkrieg, im Überlebenskampf. Deswegen verstehe ich die Regulierungsbehörden, wenn sie gesagt haben, wir schauen, dass wir das nicht zulassen, dass die Banken eben nicht wegen Überschuldung zumachen müssen. Wir entheben die Banken von der Verpflichtung, faule Kredite abzuschreiben. Also das heißt, jetzt sage ich mal in dem Beispiel, die hat ein Eigenkapital von 10 Millionen, die Bank hat Kredite ausgereicht für 100 Millionen. Das kann sie ja machen. Das ist, funktioniert über diesen Multiplikator auch der Geldschöpfung in den Geschäftsbanken mit Mindestreservesatz. Das ist wieder eine eigene Wissenschaft. Also eine Bank kann ein viel zigfaches Ausgeben an Krediten, als sie eigentlich Eigenkapital hat. So, und nehmen wir mal an, die Bank hat ein Eigenkapital von 10 Milliarden und hat Kredite draußen hängen, sage ich mal, von 100 Milliarden, aber dann sind, und dann sind aber 20 Millionen dafür das Zweifache des Eigenkapitals notleidend, dann müsste die Bank zuspannen und wäre pleite. Und indem sie diese 20 Millionen Kredite, die nicht mehr wiederkommen, einfach ausbuchen, dann fehlen die nirgendwo. Dann sieht man sie nicht. Und so wird eine Bank, die eigentlich schon überschuldet und kaputt ist, künstlich am Leben erhalten. Und dass so etwas halt nicht endlos geht, glaube ich, leuchtet jedem ein. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen nochmal erklärt. Bevor wir zum Thema Bayern übergehen, hat der Herr Dr. Lang noch eine Frage. Da kam nochmal die Rückfrage, diese Vorschrift gibt es nicht. Ja, nein, also die Banken müssen, das ist ein Gesetz, das ist erlassen worden. Ich habe auch mit dem Herrn Dr. Krall drüber geredet. Das ist letztes Jahr erlassen worden. Und es ist eine Verordnung, hat also damit Gesetzeskraft. Die Banken müssen wirklich die faulen Kredite nicht abschreiben. Das ist staatlich sanktionierte Insolvenzverschleppung. Das ist leider so. So, jetzt bitte. Ich klinge mir mal kurz aus wegen dem anderen Telefonat, bin gleich wieder da, ne? Durch die jahrelange Nullzinspolitik und die Politik des billigen Geldes konnten sich Unternehmen, die es sich nicht leisten konnten, also ganz billig zu großen Krediten verschulden.
was zur Zombifizierung der Wirtschaft geführt hat. Jetzt weist Herr Krall nach, dass es gar nicht geht, von seitens der Europäischen Zentralbank die Zinsen wieder anzuheben, weil wenn sie beispielsweise die Zinsen auf 2% anheben würden, dann könnten sich all diese Zombie-Unternehmen ihre Kredite gar nicht mehr leisten, weil sie sie nicht bedienen können und würden sofort pleite gehen mit entsprechenden kaskadenartigen Folgen, die wir jetzt gerade für die Banken beschrieben haben mit den Kreditausfällen. Meine Frage, erstens, gibt es überhaupt eine Möglichkeit aus dieser Nummer ohne Zusammenbruch der Währung und ohne Währungsreform mit den dann daraus folgenden katastrophalen Folgen herauszukommen? Geht das überhaupt? Gibt es da eine Möglichkeit? Oder ist dieser Zusammenbruch mehr oder weniger mit Folgen von Enteignung und kompletten Kapitalverlust und Neugründung einer Währung gar nicht anders machbar? Also ich möchte erstens betonen, ich versuche immer ehrlich zu sein und nur auf Fragen zu beantworten, wo ich sicher bin, dass ich da eine fundierte Meinung dazu habe. Und ich bin ganz klar kein Experte für das Bankenwesen und für Geldpolitik im höheren Sinne. Deswegen möchte ich da keine ausschließliche Antwort geben. Aber mein erster Gedanke wäre, dass es darauf ankommt, wie schnell so etwas passiert. Also ich könnte mir gut vorstellen, ohne jetzt dieses Thema besser und genauer zu wissen, dass es natürlich einen Unterschied ausmacht, ob das innerhalb eines Monats oder eines Jahres oder eines Tages passiert oder ob diese Negativzinsen sehr langwierig über mehrere Jahre langsam steigen, ja, dass sich die Zombie-Unternehmen langsam ausscheiden und dann die Wirtschaft wirklich, die Unternehmenslandschaft gesünder wird. Also vielleicht ist das möglich, ja, wenn das Ihre Frage beantwortet. Es kommt ja darauf an, ob diese Prozente schnell angehoben werden oder über eine sehr lange Zeit. Also wie gesagt, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil Sie es vielleicht angesprochen haben, was den Euro angeht, den Ausstieg aus dem Euro, da ist halt das Problem auch mit den Target-Forderungen, die dann Deutschland verlieren würde. Und dann ist auch das Problem, und also einerseits das, aber andererseits würde Deutschland natürlich darauf verdienen, wir haben sehr viel Auslandskapital im Euro, ja, das wir auch zum Großteil verlieren würden. Deswegen ist es auch eine Frage. Wir würden aber durch den Wechselkursunterschied gewinnen. Also ich habe da mit Kollegen haben wir Berechnungen gemacht und die Importe würden billiger werden, die Exporte würden teurer werden, aber insgesamt würde die deutsche Industrie daran gewinnen. Aber das ist, wie gesagt, der realwirtschaftliche Teil der Frage und da haben wir uns nicht den Kapitalsektor angeschaut. Da gibt es ja verschiedene auch Analysen dazu. Aber das wäre meine erste Meinung. Es kommt darauf an, wie schnell das vonstatten geht. Ja. Herr Cedini, wollen wir vielleicht weitermachen mit Bayern? Oder? Gerne. Wir sind ja schon über fast eine Stunde 15 Minuten dabei. Also ich versuche dann die interessantesten Teile da über die bayerische Wirtschaft rauszunehmen, aber das ist auch näher an uns dran. Also es ist vielleicht auch ein bisschen relevanter in dem Sinne. Wir fangen an wieder mit dem Lockdown, wie viel der uns gekostet hat. Der hat uns nur November und Dezember Lockdown hat die bayerische Wirtschaft 9 bis 13 Milliarden Euro gekostet. Das ist eine Einschätzung des IW Köln. Nach Einschätzung der IHK Oberbayern und München kostet jeder weitere Monat der Geschäftsschließungen die bayerische Wirtschaft 2 Milliarden Euro. Also kann man das sich ausrechnen. Das sind 8 Milliarden Euro von Januar bis April. Das ist nicht wenig, wenn man weiß, dass das bayerische BIP bei 636 Milliarden Euro ist. Also das ist schon ganz schön viel. Und auch vor kurzem hat das IFO eine Studie rausgebracht, eine Umfrage. 6% der bayerischen Unternehmen sind akut insolvenzbedroht. Wie gesagt, ein Großteil wird auch wieder über Wasser gehalten über die ganzen Maßnahmen. Und 20% haben sehr
große Liquiditätsprobleme. Und um das im Vergleich zu bringen, 20% der bayerischen Unternehmen, das sind zwei große Fußballstadien voll mit Unternehmern, die alle sagen, sie können nicht mehr durch diese Corona-Maßnahmen. Also dazu. Natürlich die größten Verlierer sind die Hotellerie, die Gastronomie, der Einzelhandel, aber auch der Kraftfahrzeughandel ist zurückgegangen und die Beschäftigung ist zurückgegangen. Was interessant ist, in Fragen Kurzarbeit war Bayern über das Jahr 2020 hinweg Spitzenreiter. Also wir haben den größten Anteil von allen Bundesländern gehabt, wo die Leute Kurzarbeit beantragt haben. Also da kann man auch dem Herrn Söder nur Danke sagen deswegen, in Anführungsstrichen. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,8% auf 3,6%. Und da hat auch wieder Bayern die Nummer 1 geholt, leider, weil wir sind das Bundesland mit dem höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu anderen. Ja, wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit immer noch im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber der Anstieg ist der höchste. Das heißt, wir haben eigentlich eine gute Wirtschaft, aber die Maßnahmen sind hier noch viel strikter gewesen und deswegen haben wir viel größere Probleme natürlich für die Arbeitnehmer. Insgesamt ist auch Bayern sehr stark von den Maßnahmen auch an der Wirtschaft an sich betroffen. Also das BIP ist im letzten Jahr, das bayerische BIP, ja, ist im letzten Jahr um 6,5% gesunken. Das ist wieder genauso wie, also das ist sogar mehr noch als die, der Rückgang des BIP, des bayerischen BIP während der Finanzkrise. Da waren es 5,5% und jetzt haben wir 6,5% Rückgang. Und was interessant ist, auch wieder der Verband der Bayerischen Wirtschaft sagt, dass der Rückgang der Bayerischen Wirtschaft auch dazu führen wird, dass im nächsten Jahr viel mehr Leute arbeitslos werden und dass es die Arbeitslosenquote sich von 3,6% auf 6,5% erhöhen konnte. Also ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit, wenn diese Insolvenzpflicht wirklich so eingeführt wird. Und was hier auch wieder nicht vergessen werden darf, wir hatten noch im Jahr 2019 ein relativ langsames Wirtschaftswachstum und das eben damit zu tun, dass vor allem die Automobilindustrie, wir sind ja ein Autoland, unter diesem Strukturwandel leidet. Und Leute, die sagen, es hat mit dem Exportrückgang zu tun im Ausland, das stimmt nicht wirklich, weil wenn man sich die Studien genauer anschaut, dann sieht man, ein Großteil hat damit zu tun, dass genau 2019, 2020 die ganzen Firmen diesen Strukturwandel haben und ihre Produktion ins Ausland verlagern. Und wenn die umbauen von Verbrennungsmotor zu Elektromotor, dann gibt es natürlich mehr Kosten bei der Produktion, die jetzt halt auch die Produktivität mindern. Ich hätte genau hierzu eine Frage ganz kurz. Ja. Elektromotor gegen Benzinmotor, das Ganze fand ja schon mal vor circa 120 Jahren statt, die Frage. Die Antwort war Benzin und dann kurz danach Diesel. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass die deutschen Automobilunternehmen nicht plötzlich gesagt haben, hurra, wir haben einen riesen Umsatz an Elektroautos, der findet ja nicht statt. Wir stellen darauf jetzt um. Hat diese Umstellung oder der zusätzliche Ausbau auf Elektroautos damit zu tun, dass die damit CO2-Zertifikate sparen möchten, die sie ansonsten von Firmen wie Tesla einkaufen müssten? Oder stehen da tatsächlich wirtschaftliche Interessen dahinter, wo man sagt, Elektroauto ist die Zukunft? Das ist sehr interessant. Ja, das ist natürlich auch ein Argument, das die Befürworter des Strukturwandels in der Autoindustrie immer verwenden. Die sagen, ja, das kostet uns jetzt viel Geld, ja, es ist schmerzhaft, aber dadurch werden wir dann in der Zukunft der Marktführer sein. Diese neuen Technologien, alle müssen das machen. Und da bin ich wieder natürlich pragmatisch und sage, ja, natürlich hat das eine gewisse Logik, weil die EU eine gewisse Marktmacht hat. Wenn die sagt, wir kaufen nur noch grüne Waren ein, wir erlauben nur noch Elektrobatterie oder wir erlauben keine Verbrennungsautos mehr, dann ist es natürlich, hat das eine bestimmte Marktmacht und dann müssen andere Länder, die das eigentlich nicht wollen, da mitziehen, ja, wenn die zum Beispiel diese Klimazölle einführen und so weiter und so fort. Frage ist jetzt natürlich, machen die USA da mit? Unter beiden teilweise ja, jetzt halt. Macht China mit? Nein, aber sie tut so, als würden sie da mitmachen und sie profitieren davon auf jeden Fall. Also einerseits hat das natürlich eine gewisse Logik, aber, und jetzt kommt das große Aber,
Ich glaube, die Frage ist die großen deutschen Autokonzerne, Automobilkonzerne, die profitieren schon von diesen Maßnahmen, nicht weil sie denken, dass sie marktwirtschaftlich sind und nicht weil sie denken, dass das richtig ist, sondern erstens diese Unternehmer, die denken nicht langfristig, 10 Jahre oder so weiter, auch nicht 5 Jahre, die denken von heute auf morgen, das sind Unternehmer, die denken, jetzt müssen sie Gewinne einbringen. Und ihnen ist es egal, ob diese Gewinner über den freien Markt kommen, was die Leute wollen, was effektiv ist, sondern ihnen wichtig, dass es einfach diese Gewinne gibt. Und wenn der Staat sagt, hier hast du Subventionen, hier, das ist jetzt gewollt, dann sagen die, okay, wir machen das alles mit, wenn ihr uns bezahlt dafür. Wenn wir Subventionen kriegen, dann machen wir das mit. Und natürlich, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist es ja auch diese Propaganda, diese Woke Culture. Die wissen, wenn die jetzt sagen, nee, wir machen da nicht mit, dann wird das bei vielen Konsumenten auch nicht richtig akzeptiert, weil die sind ja schon so die Gehirn gewaschen, die sagen, ja, aber die Nachhaltigkeit, aber das Klima und so, das ist, ich würde niemals mehr was beim BMW einkaufen, weil die machen das nicht mit, das sind irgendwelche Klimaleugner. Die können sich das auch nicht mal leisten, auch wenn sie sagen, das ist falsch. Ja, die Leute, die das verstehen da oben in der Betriebsleitung, glaube ich. Diejenigen, und das sind auch globale Konzerne, die können auch immerhin ihre Produktion dann nach China verlagern oder sonst wohin. Wer wirklich verliert, sind ja die Kfz-Unternehmen, die kleinen Betriebe, die mittelständischen Unternehmen, die können nicht so einfach ihre Produktion ins Ausland verlagern. Und die Wertschöpfung ist ja beim Verbrennungsmotor. Man kann ihn auch mit synthetischen Kraftstoffen laufen lassen, ja, apropos. Also das Klimaargument ist eigentlich gar nicht, das ist nur ein Vordergrund, da kann ich auch lange drüber reden. Aber zum Beispiel auch eine Studie vom IFO-Institut, nicht der AfD, sondern das IFO-Institut sagt, der Wechsel zur E-Batterie wird bis 2025 die bayerischen Kfz-Unternehmen bis zu 55.000 Arbeitsplätze kosten, weil die Wertschöpfung halt nicht hier generiert wird, sondern in Korea, in Japan und in China. Also deswegen, es sind viele Faktoren zusammen, aber der Hauptschuldige ist natürlich die Bundesregierung, die das massiv vorantreibt, in der EU und insgesamt. Ja. Danke. Ja, dann vielleicht noch zu Bayern, weil da kann man schon sagen, der Herr Söder hat da ein schönes Triple geholt. Also wir sind die Nummer 1 bei der Kurzarbeit gewesen im Jahr 2020. Wir sind Nummer 1 bei dem Anstieg der Arbeitslosenquote und wir sind auch jetzt die Nummer 1 ans Bundesland am Anstieg der Neuverschuldung. Und die bayerische Staatsverschuldung war im Jahr 2019 bei 26 Milliarden Euro. Und wenn man den Bayernfonds, den wir hier auch eingerichtet haben, hinzurechnet, dann sind es 92 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das ist ein Anstieg von 330%. Nur so. Also neueste Berechnungen haben auch, glaube ich, ergeben, dass wir das Bundesland sind, wo diese Neuverschuldung, diese Verschuldung am längsten zurückgezahlt wird. Also wir rechnen hier von einer Zurückzahlungsperiode bis 2058, wenn ich mich nicht irre. Und das sind auch sehr rosige Annahmen, weil die Staatsregierung rechnet damit, dass sie jedes Jahr ab 2024 eine Milliarde Euro zurückzahlt an diesen Schulden. Aber wenn man dann vergleicht, in den 2010er Jahren, die eigentlich relativ gut waren für Bayern, wurde die Staatsverschuldung nur jedes Jahr 0,5 Milliarden Euro zurückgezahlt pro Jahr. Und jetzt, wo es uns noch schlimmer geht, wo wir noch langsames Wachstum haben, auf einmal eine Milliarde Euro zurückzahlen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also das ist schon interessant, dass wir dieses eigentlich so wirtschaftsstarke Bundesland hier dreimal wirklich negativ uns als Vorreiter bewiesen haben. Und was man auch wissen muss, Bayern ist ja auch eines der Träger des Bundeshaushalts. Bayern hat pro Kopf zwischen 2008 und 2017 500 Euro zahlt jeder Bayer an den Bundeshaushalt jährlich. Für so Länder wie Berlin natürlich oder Bremen und so weiter. Also sind wir hier der Träger und wir haben hier diese massive Neuverschuldung. Also das sind ganz klar die Corona-Maßnahmen und die müssen sofort weg. Das wäre jetzt zu Bayern. Also ich weiß nicht,
wir haben ja schon viel über die EU geredet. Deswegen würde ich auch jetzt halt vorschlagen, dass wir da vielleicht, wenn wir da jetzt übergehen, wir haben schon viel gesagt, dann würde ich jetzt nicht gerne noch viel Neues da hinzuführen. Nur eines, was ich vielleicht sagen möchte, also ist, dass natürlich dieser Corona-Aufbaufonds, wir haben ja von 57 Milliarden Euro gerechnet, das ist jetzt eigentlich 810 Milliarden Euro in Wirklichkeit geworden oder wird das so? Auch wieder nur, wenn ich mich nicht irre, 13% dieses Corona-Wiederaufbaufonds, das nennen die so schön, die in Brüssel Next Generation EU, nur 13% können von den Mitgliedstaaten der EU auch wirklich für Gesundheitsfragen ausgegeben werden. Der Rest ist alles Klima und Digitalisierung und irgendwelche Staatsfinanzierung. Also nur dazu, was da eigentlich damit gemacht wird. Was auch noch interessant ist, um das zu finanzieren, gibt es zwei Maßnahmen, die jetzt Brüssel unternimmt. Das eine ist massive Neuverschuldung, worüber wir ja teilweise schon geredet haben. Das andere ist, die wollen ja jetzt die EU zu einer Fiskalunion umführen. Und es ist ja, also der Corona-Aufbaufonds ist ja in dem Sinne neu, dass es zum ersten Mal offiziell eine gemeinsame Verschuldung der EU gibt. Ja, de facto haftet Deutschland, aber de jure ist eine Verschuldung von Europa, von der Europäischen Union. Und einerseits haben wir die Neuverschuldung, andererseits haben wir auch, dass sie jetzt wollen, dass die EU, um das zu finanzieren, weil es ist ja eine Corona-Krise, jetzt halt auch aus eigener Initiative neue Steuern anführen kann. Und das eine ist die Plastiksteuer, die sie jetzt einführen wollen. Das andere ist dieser Emissionshandel, den sie einführen wollen. Und da gibt es eine finnische Studie, die hat gesagt, dass das deutsche BIP bis zu 0,3% sinken kann wegen dieser Grenzsteuer und wegen diesem neuen Emissionshandel. Also das ist schädlich für unsere Wirtschaft. Und drittens eine neue Digitalsteuer, die sie einführen wollen. Also ich finde im Prinzip die Digitalsteuer nicht schlecht. Weil, wie gesagt, diese großen Internetplattformen, Konzerne, die verdienen massiv durch diese Corona-Einschränkungen. Und das Geld kommt ja dann nicht nach Deutschland wieder an, das sie verdienen, sondern es geht nach Irland oder die USA. Deswegen ist am Prinzip, kann man über eine Digitalsteuer nachdenken. Aber das soll doch bitte nicht die EU einführen. Ja? Also die hat wieder eine fiskalische Befugnis, die wir übergeben, die wir eigentlich als deutscher Nationalstaat nicht wollen. Eine Frage. Ich habe jetzt mal eingeplant bei mir bis 20.30 Uhr, dann wären wir 90 Minuten auf Sendung. Hat noch irgendwer eine Frage an mich? Oder habe ich alle totgelabert? Vielleicht noch ein gutes Beispiel vielleicht aus dem Ausschuss. Das würde mich noch interessieren. Also aus dem Ausschuss? Ja, aus dem Bundestag insgesamt, wie es da läuft mit der Wirtschaftspolitik. Das finde ich schon sehr interessant. Aus Absurdistan. Ja, genau. Aus Absurdistan. Ja, sag doch gleich, was du hören willst. Also es ist so, wenn wir haben immer am Dienstag, und dann sag mir du vielleicht noch, hier, wie es bei euch im Landtag ist. Also wir haben am Dienstag zwischen 11 und 13 Uhr ist der Arbeitskreis Wirtschaft. Also wir sechs Bundestagsabgeordnete der AfD bereiten uns dann vor auf den Ausschuss, der dann am nächsten Mittwoch meistens dann zwischen 10 und 13 Uhr ist. Und da kriegen wir auch die ganze Liste der Anträge aller anderen Fraktionen genannt und da machen wir uns wirklich Gedanken. Also jetzt nicht nur wir sechs allein, das schaffen wir nicht, sondern unsere Referenten sind auch inzwischen sehr gut. Da wird wirklich jeder Antrag der politischen Gegner wird angeguckt und bewertet. Ja, und dann kommt es wirklich vor, also meistens stimmen wir schon mit der FDP, weil es halt die größten Schnittmengen gibt. Aber ich habe auch schon manchmal durchgesetzt, dass wir für Anträge dann im Wirtschaftsausschuss stimmen, sowohl der Linken als auch der Grünen, weil es einfach inhaltlich in Ordnung ist. Zum Beispiel, so viel zu den Anekdoten, als diese Corona-Märchenstunde begann vor einem Jahr, bin ich draufgekommen, ja, was ist denn eigentlich mit den Solo-Selbstständigen? Die haben ja gar kein Kostenproblem, weil am Anfang wurden ja nur Kosten ersetzt. Der Solo-Selbstständige arbeitet von zu Hause, wenn er gar keine Umsätze mehr hat, dann kann er nicht einmal mehr seine Krankenversicherung bezahlen oder sich ein Brot kaufen. Also hat ein Solo-Selbstständiger kein Kostenproblem, sondern er hat das Problem eines nicht mehr vorhandenen Unternehmerlohns. Das habe ich eingebracht in die Diskussionsrunde. Dann ist es irgendwie ein bisschen versandet und ein paar Monate später kommt ein Antrag der Grünen, Einführung eines Unternehmerlohns für Solo-Selbstständige.
Und da sagte erst bei uns der Arbeitskreis, oh, ist von den Grünen ablehnen, sage ich, Moment mal, das ist eigentlich unsere Forderung. Und dann haben wir wirklich diesem Antrag der Grünen zugestimmt im Wirtschaftsausschuss. Also wir, wie heißt es so schön, wir sind die Einzigen, die differenzieren. Wir gucken uns wirklich die Inhalte an, auch was jetzt zum Beispiel Nord Stream 2 betrifft. Da haben wir dann die Schnittmengen mit den Linken, auch da haben wir das doch schon zugestimmt. Und das machen die anderen nicht. Also egal, welche Anträge wir im Wirtschaftsausschuss stellen, wird immer alles abgelehnt. Also es geht immer nur die Arme der AfD hoch, wenn was von uns kommt. Das ist ein Totalboykott. Ja? Dann gab es gar mal eine interessante Diskussion mit dem einen Kollegen von der Linken. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Ich weiß noch, wie er ausschaut. Und dann habe ich mal nachgefragt. Da, hier, das sagt ihr doch auch. Ja, es stimmt ja, aber weil es von der AfD kommt, kann ich nicht zustimmen. Ja? Ja? Da hat sich mal dann einer geoutet im Ausschuss. Normalerweise sagen sie das nicht so offen. Andere Anekdote, ich war mal vor eineinhalb Jahren war ich mit Altmaier im Regierungsflieger, war ich auf dem Balkan, das war ganz lustig. Da waren eben vom Wirtschaftsausschuss von jeder Fraktion einer dabei. Neben mir saß der Klaus Ernst aus Schweinfurt. Das war ein ganz lustiges Gespräch, dann sind wir nicht draufgekommen, dass mein Bruder ihn einmal interviewt hat vor 20 Jahren, wo er noch bei Radio Primaton gearbeitet hat, mein Bruder, bevor er zum BR abgehauen ist. Also auch so ganz eigentlich, auch es menschelt dann auch irgendwo. Ja. Und dann bin ich mit dem Kollegen ins Gespräch gekommen, der FDP. Da haben wir zur Seite genommen und haben gesagt, schaut mal her, zu zwei Dritteln stimmen wir doch für eure Anträge, weil wir doch ordnungspolitisch eh auf einer Linie sind, meistens. Ja. Warum stimmt ihr nicht, wenn wir als AfD ordnungspolitisch saubere marktwirtschaftliche Anträge einbringen, warum stimmt ihr von der FDP denn nicht auch mal mit uns? Und dann habe ich von einem ehrlichen Menschen eine ehrliche Antwort bekommen. Ja, ganz einfach. Ihr seid zu nahe bei uns, sagt er dann. Ihr seid zu nahe bei uns, was Marktwirtschaft betrifft. Deswegen müssen wir gegen alles abstimmen, was von euch kommt, sonst wäre die Dammmauer gebrochen. Das war auch eine ganz ehrliche Aussage. Das sind dann so die Sachen, die eigentlich die Politik interessant machen. Und das erfährst du halt nur, wenn du mal mit dem, was weiß ich, drei Nächte am Stück irgendwo an der Bar warst, du bist dem Menschen mit ihm näher gekommen und das gibt es halt nie offiziell zu hören. So, ich hoffe, das waren jetzt noch ein paar nette Anekdoten zum Abschluss. Ich müsste jetzt die nächsten Telefonate führen. Und vielen Dank. Danke, vielen Dank, dir, Juri. Alles Gute, danke schön nochmal. Sehr unterhaltsam und sehr informativ. Okay. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Servus. Dankeschön. Ja, wenn ich darf, kann ich, weil der Herr Müller gesagt hat, wie es im Bayerischen Landtag ist, kann ich auch was darüber erzählen. Also erstens, und das hat mich auch verwundert, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich selber loben möchte, sondern wirklich ist es so, wir sind die einzige Fraktion, also ich kann jetzt nicht für die anderen Bereiche reden, ich kann nur von Wirtschaft reden, die Energie und Digitales, wo unsere Anträge wirklich alle mit Quellenangaben bestückt sind, ja, mit Ziffern und so weiter. Und die anderen, die sparen sich das alle. Also die haben wirklich überhaupt keine Quellenangaben. Die haben in ihrer Begründung einfach irgendwie einen Text. Auch die CSU, meine ich, oder die Freien Wähler oder die FDP, wo ich mir erwartet hätte, dass die eigentlich da sehr fachlich sind, die haben manchmal wirklich, oder haben manchmal in der Forderung, haben sie den Begründungstext und keinen Begründungstext. Also so Sachen, wo man sich denkt, Mindestsachen im parlamentarischen Betrieb, die man eigentlich noch einhalten sollte, nicht mal das machen sie. Dann die CSU, die hat ja kaum Anträge, wirklich kaum. Also wir können sagen, die AfD und die Grünen haben so die meisten Anträge, was ich sehr interessant finde, im Wirtschaftsausschuss. Obwohl auch zum Beispiel, wir hatten jetzt im Februar die Haushaltsdebatte. Und da hatten wir von der AfD bei Bereichen Haushalt, beim Bereich Wirtschaft, im Bereich Digitales, waren wir nur eins bei den Änderungsanträgen. Hatten die meisten Anträge, die meisten Ideen dazu, was wir anders machen wollen. Und war natürlich alles gut belegt, unterlegt mit wissenschaftlichen Quellenangaben. Das ist das Erste, also die Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, seitdem ich hier angefangen habe zu arbeiten, weil eigentlich hätte ich mir gedacht, das müsste anders sein. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist wirklich,
dass die anderen Parteien, die lehnen nur ab, weil es von der AfD kommt. Sie können inhaltlich mit uns eigentlich nicht mehr mithalten. Sie können inhaltlich nicht kritisieren. Zum Beispiel, wir hatten einen Antrag zum Thema synthetische Kraftstoffe gleichstellen mit Elektrobatterie und Wasserstoff. Das heißt nicht, dass wir jetzt diese Klimawende da mittragen. Ja? Aber wir sagen, wir sind ja für die Technologieoffenheit. Wir sagen Marktwirtschaft und Technologieoffenheit. Ja? Der Markt soll selber entscheiden, was am besten ist, und es soll technologieoffen sein. Ja? Welche Technologie? Und die fördern ja nur einseitig die Elektrobatterie und auch teilweise, das ist ja ein feuchter Traum im Sinne des Wahnsinns des Wortes der Freien Wähler, der Wasserstoffwirtschaft. Und die fördern das massiv mit Fördergeldern. Und wir sagen, ja, okay, dann stellt das halt auch mit synthetischen Kraftstoffen teil, weil der große Vorteil ist, obwohl synthetische Kraftstoffe auch viele Nachteile haben, dass die Wertschöpfung des Verbrennungsmotors erhalten wird, erstens, und zweitens auch, dass die ganze Infrastruktur, Pipelines, Tankstellen, können wir auch benutzen, ja. Abgesehen davon, dass man auch jetzt bereits die synthetischen Kraftstoffe beimischen kann und auch jetzt schon, wenn man das eigentlich will, ja, dass die ja angeben zu wollen, den CO2-Ausstoß jetzt schon senken könnte. Die haben das alles abgelehnt, weil es von der AfD kommt. Bringen dann aber gleich im nächsten Anschluss den gleichen Antrag, nur ohne Quellenangaben. Also wie ich schon gesagt habe. Und damit denkt man sich also wirklich, und das Dritte vielleicht, was ich dazu noch sagen möchte, ich finde es richtig, dass die AfD muss einen Weg gehen, wo sie eine fachliche, eine inhaltliche, eine pragmatische Arbeit führt. Und der Tropfen, der wird dann auch den Stein bearbeiten. Also es ist schwierig, es ist langwierig, es hat viel Frust mit sich, wenn man sieht, man tut so viel Arbeit investieren und nichts oder fast nichts kommt durch. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt der richtige Weg, weil die Leute werden dann im Endeffekt doch, die Leute, die sich interessieren, die werden verstehen, dass wir eine konstruktive, eine proaktive Arbeit führen. Und vielleicht zum Schluss noch ein Beispiel dafür, auch aus dem Bayerischen Landtag. Wir haben nämlich uns verschiedene Modelle für Corona-Hilfen angeschaut. Zum Beispiel, es gibt ein Modell vom IFW Kiel, das seine Vorteile hat und seine Nachteile hat. Wir haben ein Modell vom IFW Köln. Und dann haben wir uns im Arbeitskreis dafür entschieden, das Hilfsmodell vom IFW Köln zu verwenden. Und das ist einfach so gesagt, das ist das Fixkostenmodell in der jetzigen Überbrückungshilfen plus noch ein Risikobonus für die Unternehmer, den sie auch zur Eigenkapitaldeckung verwenden können. Also wir sagen, ja, Fixkosten, okay, hier kriegt ihr Geld dafür. Wir sind natürlich gegen die Corona-Maßnahmen, also das vorweg, ist klar. Aber wir müssen ja den Unternehmen helfen, weil wir können das hier leider nicht ändern. Und dann halt sagen, okay, aber darauf hinaus noch müssen die Unternehmen auch Geld bekommen, weil das Eigenkapital wird ja massiv angefressen durch die Krise. Das ist ja dieses langfristige Problem der Wirtschaftsfolgen in dieser Krise. Und das wurde abgelehnt in unserem Ausschuss. Sage und schreibe, einen Monat später kommt die Bundesregierung. Ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt darauf schauen, was wir so machen und es abschauen, aber man kommt wirklich auf die Idee, wir führen einen Risikobonus ein für das Eigenkapital zusätzlich auf die Fixkostenerstattung. Also alle haben es abgelehnt und auf einmal kommt es dann doch von der Bundesregierung. Man kann sich wenigstens innerlich freuen, dass eine richtig inhaltliche Politik so bestätigt wird. Ja? Und dass deswegen die AfD wirkt. Also wenn wir die richtigen Sachen machen, auch wenn es vielleicht parteipolitisch uns nicht viele Vorteile bringt, es bringt der Wirtschaft, es bringt dem Volk etwas, weil wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht fordern würden, dann macht es die Bundesregierung ganz sicher nicht. Und dann müssen sie es machen, weil sie sehen, aha, nur die AfD will das und es ist richtig, dann müssen sie es machen. Dann helfen wir immerhin noch der Wirtschaft, immerhin noch den Leuten. Genau. Super. Ich habe eine furchtbar banale Frage noch zum Abschluss. Und zwar, ich beschäftige mich mit innen- und außenpolitischen Themen so seit 25 Jahren und da kommt auch das Thema Wirtschaft ab und an mal wieder rein. Und einmal pro Jahr steht irgendein Wirtschaftsexperte auf oder schreibt ein Buch und sagt, der Crash kommt. Und der Crash steht unmittelbar bevor. Na gut, das ist jetzt seit 25 Jahren nicht passiert. Diesmal haben wir aber tatsächlich sehr, sehr ernsthafte wirtschaftliche Einschnitte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der kompletten EU. Und das sind ja unsere Handelspartner.
Wie wahrscheinlich ist denn ein Szenario von zum Beispiel Hyperinflation oder einem wirtschaftlichen Kollaps bis zum Zusammenbruch der Lieferketten? Ist sowas wahrscheinlich oder kompensiert das unsere starke Wirtschaft und sie lahmt nur für die nächsten 10 Jahre? Ich denke, das Zweite ist wahrscheinlicher. Und da haben Sie absolut recht, dass dieser Crash jedes Mal vorhergesagt wird und dann kommt er doch nicht. Und ich glaube, es hat nicht damit zu tun, dass die Leute, die einen Crash vorhersagen, so falsch liegen. Ja? Also im Sinne, dass natürlich hat die Probleme, die wir über die jetzt die letzten 1,5 Stunden geredet haben, die sind da und sie müssten eigentlich zu einem Crash führen. Aber die Leute, die diese Politik führen, die versuchen natürlich so lange wie möglich das auszuzögern, ja, aufzuzögern. Kicking the can, ja, sozusagen. Also immer weiter, ein bisschen weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Es wird immer teurer, es kann nicht ewig gehen, das ist allen klar. Aber ich würde sagen, die Geduld der Wirtschaft ist viel länger, als es eigentlich logisch wäre, ja, und gesund ist. Also, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, weil es ist ein langsames Dahinsiechen unserer Wirtschaft, unseres Wohlstandes, und es ist etwas, was man viel weniger merkt als ein rapider Crash, ja, und das ist eigentlich noch viel schlimmer. Zum Thema Außenwirtschaft, wie gesagt, ich glaube, das ist System, dass es sie versucht, am Leben zu halten oder dass sie versucht, ihr Leben zu halten. Ich glaube nicht, dass es zu einem großen Crash in der nächsten Zeit kommen würde, sollte, aber es wird nicht dazu kommen, glaube ich. Es gibt die Gefahr einer Hyperinflation, weil eben diese immense Geldmenge im Umlauf ist, und wenn die EZB da die Kontrolle verliert, dann ist es schon wirklich schlimm. Wir sehen ja auch zum Beispiel, es werden ja immer nur die Verbraucherpreise für einfache Konsumwaren gemessen, die relativ nicht steigen oder relativ wenig steigen jetzt. Aber wenn man sich die Preise für andere Waren ansieht, für Immobilien zum Beispiel, für Energie, ja, dann haben wir einen massiven Anstieg, auch für Rohmetalle. Wir haben ja auch jetzt wegen, das hat verschiedene Faktoren, wir haben jetzt einen großen Engpass bei den Rohstoffen, das ist die Suezkrise einerseits, das sind diese Konjunkturmaßnahmen in USA und China, die alles aufkaufen, ja. Das ist auch damit zu tun, dass die Produzenten die Corona-Krise dazu verwendet haben, um ihre eigene Produktion umzubauen, Wartungen durchzuführen. Und dann ist dieser, weil eben USA und China schneller doch noch der Wirtschaftswachstum vorangekommen ist, weil sie die Corona-Maßnahmen schneller heruntergenommen haben, ist auf einmal die Nachfrage gestiegen und die waren immer noch nicht mit dieser Umarbeitung bereit. Also das ist alles zusammengekommen, dass wir jetzt diese Lieferengpässe haben. Und aber ich glaube nicht wirklich, dass es, wie gesagt, jetzt zum Crash kommen wird. Das wird leider ein langsames, qualvolles Dahinsiechen unserer Wirtschaft sein. Wir werden immer mehr an Positionen verlieren. Und solange wir immer noch die höchsten Steuern haben, solange wir immer noch die höchsten Strompreise haben, Energiepreise haben, immer noch massive Bürokratie, und es wird immer mehr mit diesen Bürokratieauflagen aus Brüssel, wird es nicht besser werden. Also deswegen, da sehe ich das große Problem. Das heißt, Dexit. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also man darf jetzt nicht schönreden und sagen, oder sagen wir schlecht reden, ja, die EU insgesamt ist nicht nützlich für die deutsche Wirtschaft. Die fiskalischen Kosten, also die Nettotransfers, die Deutschland zahlt, sind, wenn ich mich nicht irre, betragen 0,9% des deutschen BIP mit dem Next Generation EU, also mit dem Wiederaufbaufonds zusammen, ja. Den Plus, den wir haben durch den gemeinsamen Markt der EU, Zollunion und so weiter, ist es bei, glaube ich, 5,6% des deutschen BIP. Auch nicht viel, also es sind nicht 60%, es sind 5,6, das ist immerhin viel eigentlich, aber nicht so viel, wie man denken könnte. Und das ist natürlich trotzdem ein Netto-Plus für Deutschland von 4,5%, wenn ich mich nicht irre. Aber es sind auch viele Dinge, die nicht quantifiziert werden. Ja? Also zum Beispiel jetzt hat die Zombie-Unternehmen durch die Corona-Politik, der Dirigismus,
der europäischen grünen Klimapolitik zum Beispiel, die Kosten der Flüchtlingspolitik, ja, die alle nicht damit einberechnet werden. Zum Dexit. Man muss sich auch wissen, also ein Dexit ist nicht gleich ein Brexit. Die EU kann mit Schmerzen ohne Großbritannien weiterleben. Wir sehen es ja, weil es der Deutschland finanziert. Die EU kann aber nicht ohne Deutschland weiterleben. Aber wir können auch nicht ohne den europäischen Binnenmarkt gut auskommen. Deswegen, auch wenn wir in Dresden ein Dexit gefordert haben, wird es nicht zu einem Dexit im Sinne Deutschland ohne EU kommen und EU ohne Deutschland, sondern nein, das ist einfach, ich würde es so eher als ein Druckmittel verstehen. Jetzt ist Schluss, jetzt kommen wir wieder zurück zu einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Keine Transferleistung oder fast keine Transferleistung, bis auf vielleicht Forschung und Entwicklung, was ja im Prinzip nicht so schlimm ist oder eigentlich richtig ist, meiner Meinung nach. Aber keine Fiskalunion, wo wir dann die Griechen und die Italiener und die Polen finanzieren. Ja? Da machen wir nicht mit. Keine Euro, weil wir wollen eine Souveränität über unsere Geldpolitik. Deswegen ist die Androhung eines Dexit natürlich richtig. Aber wie gesagt, und das ist vielleicht auch wieder, die EU an sich ist in vielen Teilen nicht so schlimm oder wäre nicht so schlimm, wenn die Bundesregierung ja nicht hauptsächlich hier den Ton angeben würde. Eine schwarz-grüne Bundesregierung, ja, oder grün-rot eher eigentlich de facto, ja. Würde die AfD eine Bundesregierung stellen, wäre die EU viel gesünder und viel richtiger und wir hätten viel weniger Kritikpunkte an der EU-Politik und an der Politik auch der Europäischen Zentralbank. Also vielleicht könnten wir sogar den Euro noch beibehalten, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht so weit gehen, ja. Aber Berlin ist da maßgeblich in dem, was hier eigentlich gemacht wird. Lagarde ist ja von Berlin sozusagen eingesetzt worden, ja. Deswegen sind wir auch leider mit daran schuld, was in der EU passiert. Gut. Das Ganze läuft schon seit fast 2 Stunden. Das ist ein klein wenig länger als ursprünglich geplant. Hat einer der Zuschauer noch abschließend eine Frage an den Herrn Kofner? Entweder war es sehr interessant oder es war unheimlich langweilig. Ich hoffe mal, es war nur ein bisschen langweilig und sehr interessant, hoffentlich. Ja, und wenn keiner Fragen hat, dann bedanke ich mich vielmals. Ich hoffe, es wurde den Teilnehmern klar, dass wir uns Mühe geben, hier im Bayerischen Landtag eine pragmatische, eine fachliche, eine wissenschaftliche Arbeit zu leisten, die konstruktiv ist, aber die auch klar unsere Ziele und unsere Vorstellung voranbringt. Das wurde sehr klar und deutlich. Also ich möchte mich bei Ihnen bedanken, das war ein hervorragender Vortrag und auch ein hervorragender Dialog. Mit allen, die Fragen gestellt haben, dabei hat man richtig was gelernt und auch mal Einblicke bekommen, sowohl in den Bayerischen Landtag, was die AfD dort tut und wie sie für unser Land arbeitet, wie auch bei den Geschichten von dem Herrn Hans-Jörg Müller aus dem Bundestag. Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben dieses Gespräch hier aufgenommen, diesen Dialog, und ich werde den morgen noch etwas zurechtschneiden, vorne und hinten etwas abschneiden, und dann lade ich den auf unseren YouTube-Channel hoch. Der AfD-Kreisverband Würzburg hat einen YouTube-Channel und von dort verlinken wir den auch auf Facebook, und dann können den sich alle, die sich dafür interessieren, nochmal anschauen. Ansonsten wünsche ich allen Beteiligten noch einen schönen Abend. Dankeschön. Wenn ich noch sagen darf, ich möchte mich persönlich bei Ihnen, Herr Sedini, bedanken für die Einladung. Ich möchte mich an alle Teilnehmer bedanken für die Fragen und für die Teilnahme. Es war sehr interessant. Das ist für mich eine große Ehre. Das ist mein erster Vortrag für die AfD. Und das ist schon wirklich für mich symbolisch. Vielen Dank, dass ich das für Sie machen durfte.